Thema sind, von weit und breit, muss ich mal sagen. Von Oberösterreich sind welche da, von Bayern sowieso. Es ist wirklich, es zeigt, wie interessant das Thema ist. Ja? Gentechnik, Nahrung, Gesundheit, das betrifft uns alle. Und da ist es natürlich interessant zu wissen, was alles läuft auf der Welt. Und da haben wir jetzt heute unseren Experten da, den Antonio Andreoli. Herzlich willkommen in Tirol. Er macht zurzeit eine Tour durch Deutschland und wir haben es der Grande Claudia zu verdanken, dass wir den Antonio auch noch zu uns hergebracht haben. Das ist sein einziger Vortrag. Das ist sein einziger Vortrag in Österreich. Und dann möchten wir uns natürlich auch noch ganz herzlich bedanken bei ein paar Firmen, die da mitgeholfen haben. Unter anderem die Firma Multikraft, da ist die Uli Hader da. Herzliches Dankeschön. Die Firma Blanca, die Sennerei, Käserei, also bitte. Die arbeiten ja schon seit langem gentechnikfrei. Und die Reise durch Deutschland, damit das überhaupt zustande kommt, da ist die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. In Deutschland ist dieser Verein. Und Brot für die Welt, die haben das also finanziert, den Flug herüber und diese Rundreise. Mein Name ist Eberhard der Brigitte, ihr habt da schon alle eine Zeitung in die Hand gedruckt gekriegt beim Einerge, Kappe Fitam, die eine oder andere kennt es vielleicht schon. Ich bin Journalistin und mache unter anderem auch diese Zeitung und darf mich natürlich auch freuen, wenn es euch interessiert. Und jetzt wollen wir eigentlich da gar nicht mehr lang reden, ihr wart schon alle drauf, dass der Herr Andreoli zu euch spricht, dass er uns sagt, wie er die Dinge sieht. Er ist ausgebildeter Agrartechniker, hat das Studium der Philosophie, Psychologie und Soziologie absolviert, war bis zum Jahr 2000 Berater in Brasilien in der Landwirtschaft, hat unter anderem auch in Österreich, also in Linz, an der Johannes Kepler Universität geforscht und unterrichtet, denke ich. Und ist jetzt in einer neuen Universität in Brasilien tätig, wo man also speziell über Landwirtschaft, wo man die Grundlagen, denke ich mal, erforscht über der Landwirtschaft. Und darüber wird er uns heute erzählen, die Auswirkungen von Gentechnik, dass das also nicht nur ein landwirtschaftliches Problem ist, dass es auch für uns Konsumenten zum Problem wird. Und ich denke, es wird heute ein spannender Abend. Dankeschön. Ja, grüß Gott. Es freut mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Also ich versuche es hier verstanden zu werden mit meinem komischen Akzent. Ich versuche es immer wieder. Jede Veranstaltung sage ich das am Anfang. Am Ende schaue ich aber nicht genau hin, ob das funktioniert. Ich sagte mal der Claudia, dass etwas mich mit Tirol verbindet. Das war vor einem Jahr, glaube ich, in Bayern. Weil ich ja schon wusste, dass mein Urgroßvater aus Bayern war, mutterlicherseits. Aber ich wusste bis dahin noch nicht, dass ich vaterlicherseits etwas mit Tirol zu tun hätte. Diese Andreoli, die genauso hieß wie ich damals, vor 200 Jahren, war angeblich aus Südtirol. Und das ist auch der Grund, weswegen wir mit diesem italienischen Namen seit der Kindheit Deutsch gelernt haben.
Meine Schwester, die jetzt mich begleitet, hat es auch einfach leichter gehabt, in Deutschland zu promovieren, weil sie von der Kindheit her ein altes Deutsch gelernt hat. Und ich versuche es immer wieder bei meinen Vorträgen auch so deutlich wie möglich am Anfang zu sagen, weil es kann sein, dass es Verständnisprobleme gibt. Obwohl ich in Linz war, eigentlich sollte ich etwas von Österreich gelernt haben, 2 Jahre. Ich freue mich auch ganz sehr, dass ich hier bei so vielen Interessierten zu dem Thema eigentlich so aufgenommen wurde hier, also, sage mal so freundlich, wie es in Tirol bei mir immer so gesehen war. Und dass das Thema Gentechnik, obwohl es so schwierig ist, dem zu widerstehen, in der sogenannten Alpenregion, also ich sage mal jetzt Bayern, Österreich, Schweiz, Norden, Italien, der größte Widerstand derzeit, aber auch vom Beginn der Bewegung, ich glaube, es ist die Region, die am meisten Widerstand leistet. Ich glaube, das hat auch nicht nur mit Gentechnik zu tun, sondern auch mit Bewahrung der Landschaft oder der Schöpfung, wie man das so sagt. Gleichzeitig auch der Erhaltung einer Art von Landwirtschaft, die für mich ganz besonders ist, also die bäuerliche Landwirtschaft. Ich hatte damals die Gelegenheit, hier zu sein und deswegen wollte ich immer wissen, was das heißt, Bauer zu sein. Und bin dann auf einen schönen Satz eines bayerischen Biobauers gekommen, das ist der Michael. Der sagte mir mal bei einem Vortrag, als ich ihn noch nicht kannte, jeder Bauer ist ein Umweltschützer. Also es geht jedem Bauer darum, die Erde so zu pflegen und so dafür zu sorgen, dass es nachhaltig bleibt. Und so ist der Begriff der Nachhaltigkeit vielleicht auch schon im Gedächtnis aller Bauern. Denn erst 1972 hat man von nachhaltiger Entwicklung gesprochen, aber die Idee, die dahinter steckt, eigentlich die nächsten Generationen, den nächsten Generationen die Möglichkeit zu bieten, dass sie auch noch in der Landwirtschaft tätig sein können, oder andersrum formuliert, dass es möglich bleibt, dass die Lebensqualität der nächsten Generationen so gut ist wie unsere oder vielleicht noch besser. Das ist ja auch, was jeder Bauer von seinem Betrieb so hofft, dass die Kinder, die Enkel, die Großeltern, dass die weiter Bauern bleiben. Eigentlich die Idee der Nachhaltigkeit, andersrum formuliert. Und das geht dann auch nur, wenn man die Zusammenhänge versteht, die in der Natur sehr wichtig sind. Es geht nicht anders, nachhaltig zu produzieren, als die Zusammenhänge auch zu begreifen. Deswegen möchte ich damit beginnen und sagen, dass die Umweltproblematik auch ein Problem des Wissens ist. Vielleicht der Nicht-Anerkennung des traditionellen Wissens von Bauern, von einheimischen Völkern weltweit, die sehr einen großen Wert auf die Erhaltung des Bodens oder der Fruchtbarkeit des Bodens legen. Also ohne diese Grundlage Boden oder Bodenfruchtbarkeit würden wir gar nicht als Menschheit überleben. Und dieses Wissen anzuerkennen, was netzwerkartig funktioniert, also es gibt ja eine Vielfalt an Wissen und auch eine Vielfalt an Ressourcen, die dazu führen, dass es möglich bleibt, uns zu ernähren, gesund zu leben, und vielleicht auch die soziale Frage klärt, nämlich der Erhaltung der bäuerlichen Landwirtschaft. Weil das mir so wichtig ist, und dann sage ich das am Anfang, sage ich schon von vornherein, dass die Gentechnik ja eine Art von Technik ist, die das nicht anerkennt. Oder dieses Wissen als überflüssig betrachtet. Oder sogar sagt, es sei nicht wissenschaftlich. Oder es sei gar nicht möglich mehr, in der Landwirtschaft anders zu produzieren, als das, was die sogenannte Industrialisierung der Landwirtschaft mit dem Begriff Spezialisierung der Landwirtschaft auch begonnen hat. Also was wir mit Gentechnik verbinden, ist eigentlich eine isolierte Betrachtung der Natur.
eine isolierte Betrachtung von Wissen und eine isolierte Betrachtung von Menschheit. Also man könnte es auf diese Reduzierung, auf diese Isolierung, aus dieser Ausklammerung von Zusammenhängen zusammenfassen, dass es vielen Wissenschaftlern so schwierig ist, zu verstehen, dass die Natur reagiert, oder das, was Goethe mal früher gesagt hat, mit der Natur sollte man nicht so herumspielen, weil sie immer wieder zurückschlägt. Also diese alte Erkenntnis ist vielleicht für die Wissenschaft eine ganz moderne Erkenntnis, denn man hofft sich, in vielen Bereichen der Wissenschaft die Natur so zu nutzen oder auszunutzen, dass man die Reaktionen der Natur gar nicht mehr kontrollieren kann. Oder ich würde es auch zusammenfassen, wir werden wahrscheinlich mit der Gentechnik nur neuen Problemen verursachen. Also nur neuen technischen Problemen auslösen, die wir vielleicht gar nicht mehr in der Lage sind zu kontrollieren. So, das ist so die Einführung zu dem Thema. Ich würde aber gerne auch sagen, dass wenn immer von Saat des Bösen gesprochen wird, vielleicht klingt das so etwas plakativ oder sogar manichäistisch, also das Gute und das Böse. Das Böse daran ist, dass sie eigentlich gar nicht funktioniert. Vielleicht ist das sogar das Schlimmste. Denn man hat eine Theorie entwickelt, worauf die Gentechnik basiert, die mit der Praxis nicht übereinstimmt. Und auch gar nicht übereinstimmen kann. So, das ist vielleicht das erste größte Problem dabei, dass man sich die Natur so vorstellt, dass man von der Sequenz der Genen, also diese DNS-Desoxyribonukleinsäure, dass man davon ausgeht, dass diese Sequenz an Genen so etwas wie zufällig sei. Dass man da ganz einfach eingreifen könnte in das Erbgut, was ausschneiden könnte bei einem Lebewesen und das wieder einbauen könnte in einem anderen Lebewesen, ohne dass es da zu Reaktionen kommen würde, die man nicht erwartet als Wissenschaftler. Also so zu denken, dass man da einfach isolieren kann und wieder einbauen kann, das hat mit Naturverständnis ganz wenig zu tun. Vielleicht hat das eher mit Monokulturen oder man sagt sogar Monokulturen im Denken zu tun, dass man glaubt, dass man von jedem Gen oder von jedem Teilchen des Erbgutes nur eine Reaktion erwarten könnte. Also das vorauszusetzen, heißt eine Theorie zu entwickeln, die dann mit der Praxis nicht übereinstimmen kann. Und das Schlimme ist vielleicht, dass man ja gar nicht die Praxis oder die Erfahrung anerkennen möchte. Denn wir haben schon 20 Jahre Gentechnik auf der Welt. Ich werde hier von 10 Jahren Gentechnik berichten. Aber nicht jetzt nur berichten, sondern aus der Erfahrung, die ich als Wissenschaftler habe und jetzt auch als Mitglied der Kommission, der Nationalen Kommission, die in Brasilien zuständig ist für die Zulassung solcher Pflanzen. Also aus dieser Erfahrung sagen, dass wir eigentlich nur mit zwei Formen oder zwei Arten von gentechnisch veränderten Pflanzen zu tun haben. Bei uns gibt es derzeit 5 Sojasorten, 18 Maissorten und 11 Baumwollesorten, die zugelassen wurden und die etwas Besonderes als Hoffnung geweckt haben, besonders unter Bauern. Man hätte die Möglichkeit, durch herbizidresistenten Pflanzen, das heißt eigentlich, dass es eine Pflanze ist, die in der Lage ist oder so aufgebaut wurde, dass sie es schafft, eine Dusche von Glyphosat zu ertragen. Also man kann auf diese Pflanze ein Unkrautvernichtungsmittel draufspritzen und sie hält es aus, ohne dass das sogenannte, ohne dass der Stoffwechsel gehemmt wird. Das ist ja eigentlich, was bei Pflanzen passiert, wenn man diesen Wirkstoff draufspritzt. Man hat es geschafft, mit der Hilfe von Bodenbakterien, die da einen Tumor verursachen,
ein Stückchen eines Lebewesens einzubauen, das resistent ist gegen Glyphosat. Und das hat man dann bei Soja, bei Baumwolle und bei Maispflanzen. Was heißt das für die Bauern, dass das so erwartet wird, fast als Wunsch, dass man dadurch auf die Nutzpflanze spritzen kann und das Unkraut wird getötet und die Nutzpflanze bleibt stehen, als ob sie da nichts abgekriegt hätte. Also angeblich nicht beschädigt wird, wenn man die ernten kann. Und dann kommen diese Kölner dann wieder auf den Markt und die werden dann 80% ins Futtermittel kommen. Und dann haben wir diese tolle Geschichte in Europa, dass das Futtermittel importiert wird, besonders Sojabohnen, weil die so eine eiweißreiche Pflanze ist, vielleicht die eiweißreichste Pflanze der Welt, mit dem billigsten Preis auf dem Markt. Und das kommt dann in die Massentierhaltung, also in die Fütterung von Kühen, von Schweinen, von Hühnern. Und man hat eine Gesetzlücke in Europa, sodass die Tierprodukte, also Fleisch, Eier und Milch, nicht gekennzeichnet wird, wenn es von Tieren kommt, die diese Soja gefressen haben. Und da haben die Konsumenten, also die Verbraucher, gar keine Chance, mehr nachzuweisen, ob es drin ist. Vielleicht noch schwieriger, es gibt da gar keine Studien dazu, fast keine, was es heißt, gentechnisch veränderte Soja eine Kuh zu füttern, einem Schwein zu füttern oder einem Huhn zu füttern. Das ist ein Teil der Geschichte. Der andere Teil ist mit insektenresistenten Pflanzen verbunden. Also die sogenannte BT-Pflanze. BT kommt aus Bacillus thuringiensis, das ist eine Bakterie, die ein Toxin produziert. Dieses Toxin, dieses Giftstoff. Es gibt eine Auseinandersetzung da in der Wissenschaft, ob ein Toxin überhaupt ein Gift sei. Mal eine lange Diskussion mit einer Frau Hapa Kazan aus Deutschland, die immer wieder behauptete, dass ein Toxin kein Gift sei. Es gibt ja diese Theorie, ne? So seien Agrargifte ja auch keine Agrargifte, sondern nur Pflanzenschutzmittel. Also so hat man ja bestimmte Begriffe, die dann auch für eine bestimmte Denkweise sorgen. Man könnte von vornherein schon erkennen, was für eine Denkweise ein Wissenschaftler hat von den Ausdrücken oder von den Begriffen, die er benutzt. Zum Beispiel, wenn einer sagt, dass er weder kontra noch für Gentechnik ist, heißt es, dass er dafür ist. Das haben wir auch in der Geschichte gelernt. Also es gibt keinen, der sich in die Öffentlichkeit stellt und sagt, ich bin jetzt ein Befürworter. Er sagt eher, dass er politisch neutral sei. Also ein Wissenschaftler, der behauptet, er sei neutral, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass er für ein paar Konzerne arbeitet, die wollen, dass diese Produkte auf den Markt kommen. Also haben wir schon von den Begriffen her eine tolle Frage, aber Toxin heißt ja eigentlich bei BT-Pflanze, dass es sich um einen Giftstoff handelt, das für bestimmte Insekten schädlich ist. Für bestimmte Insekten heißt in diesem Fall Raupen und man erwartet, dass man dann durch diese Giftpflanze, die in jeder Zelle ein Toxin entwickelt und produziert und dann sich selbst schützt, so ist ja dann das Vokabular, des Pflanzenschutzmittels, ne, sich selbst gegen Raupen, Attacken oder Befall schützen kann. Also es sei eine tolle Idee, man hätte jetzt Pflanzen, die selbst ein Gift produzieren und von daher bräuchten wir ja gar keine Pestizide mehr. Das klingt ganz logisch und die Theorie ist dann auch so auf diese Hoffnung basiert, dass es Menschen gibt, die trotz der 20-jährigen Erfahrung immer noch an diese Theorie glauben. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen die Möglichkeit gehabt, an der Universität Jena in Deutschland einen Vortrag zu halten. Das ist eine klassische Universität. Und dort habe ich ein Zitat gehört von einem Professor, der sagte, dass das Kriterium, um Wissenschaft zu messen, die Praxis sei. Das kann wohl stimmen, vielleicht vor 400 Jahren hat man das auch an der Universität Jena gehabt, oder vor 300 oder vielleicht sogar vor 50 Jahren. Aber jetzt
ist vielleicht Praxis nicht mehr das Kriterium, um Wissenschaft zu messen. Vielleicht ist es eher die Anziehungskraft von Investitionen oder die Menge von wissenschaftlichen Artikeln, die dann publiziert werden und vielleicht mit Themen verbunden, die mit der Menschheit derzeit oder mit den lokalen Bedürfnissen der Menschen fast nichts mehr zu tun haben. So hat man eine Theorie, die mit der Praxis fast nichts mehr zu tun hat. Und so ist es dann auch verständlich, dass es Menschen gibt, die da als Wissenschaftler arbeiten, aber nicht die Erfahrung der Bauern berücksichtigen. Nicht nur die Erfahrung der Bauern, sondern auch die Studien, die es gibt, die unabhängig sind. Man sagt, das sei nicht wissenschaftlich. So, dann kommt die ganze Debatte wieder in den Vordergrund. Also Insekten wie Raupen sind für manche Wissenschaftler das Ziel, also der Forschung, aber so beschränkt auf Raupen und auf bestimmten Raupen sind diese Wissenschaftler spezialisiert, dass sie so komisch antworten, wenn man fragt, was würde jetzt der Mais anrichten, wenn man ihn Kühen füttert oder Schweine oder Hühner. Dann reagieren diese mit solchen Antworten, das ist nicht mein Spezialgebiet. Also als ob jetzt Mais angebaut würde für die Raupen. Also man stellt sich gar nicht mehr die Frage, was würde jetzt passieren, wenn dieser Mais von Menschen gegessen wird. Das ist ja in der Tat so. Aber in diesen Kreisen der Wissenschaft, da geht es eher darum zu verstehen, wie man Raupen bekämpfen kann. Aber noch nicht mal Käfer, das ist schon ein anderes Gebiet. Also es geht nur darum zu verstehen, wie man bestimmten Lebewesen vielleicht sogar ausrotten oder, sage ich mal, es schaffen würde, dass sie vernichtet sind. Man fragt sich auch noch nicht mal, warum eine Raupe zu einem Schädling wird. Das wäre die erste Frage. Man fragt sich eher, wie kommt es, wie kann man es schaffen, dass man die Raupe tötet. Deswegen habe ich es immer so formuliert, die Methode basiert auf Töten. Also man muss ja davon ausgehen, dass die Menschen, die solche Wissenschaftserfahrungen haben, auch so ähnlich denken. Und dann wird es schwierig, mit den eigenen Erfahrungen zurechtzukommen. Das heißt zum Beispiel, ein Bild zu verstehen, das wir jetzt in Brasilien kennen, ist nicht nur ein Bild. Ich würde es mal so formulieren, das ist eigentlich die Notsituation Brasiliens, die gerade angekündigt wurde, weil es jetzt eine Raupe gibt, die nicht mehr durch dieses Toxin zerstört wird. Und das ist die Raupe. Ich sagte heute Nachmittag, ich hätte gerne die Raupe mitgebracht, aber dann werde ich vielleicht verdächtigt für Piraterie oder Biopiraterie, ist ja ganz schlimm in dem Bereich. Also diese Raupe, die wird bei uns als Baumwollkapseleule genannt. Also bei uns nennt man sie wissenschaftlich Helicoverpa armigera. Das ist für die Spezialisten jetzt. Ich habe im Deutschen gesucht, also Baumwollkapseleule heißt sie. Also hier nutzt es nichts mehr, jetzt Toxine einzuwenden, wie früher, als man das noch nicht mal im Mais hatte. Jetzt haben wir 18 Sorten von Mais zugelassen, darunter alle diese Sorten, die man in Europa davon gehört hatte, zum Beispiel Monat 110 oder NK 603 oder jetzt auch diese 1507, die noch kommen soll. All diese Sorten haben wir in Brasilien schon. Und jetzt haben wir das Problem, und viele sagen das Problemchen, dass da eine Raupe diese Art von Raupen resistent geworden ist. Und dann sind viele Wissenschaftler nicht in der Lage, es zu verstehen, warum es dazu kommt. Weil sie sich sicher waren, es würde nicht passieren. Es würde gar nicht dazu kommen. Also wir wissen das ja schon in der Geschichte der Biologie, dass es immer wiederum Insekten, Pflanzen gibt, die eine Widerstandsfähigkeit entwickeln gegen bestimmte Stoffe, die man nach einer langen Zeit in großen Mengen dann anbietet. Also hier haben wir das Problem. Und das Problem hat dann jetzt die Notsituation Brasiliens zu
hat zu einer Notsituation geführt, die angekündigt wird. Und es gibt dann nur ein Spritzmittel, der eigentlich in der Lage wäre, solche Raupe zu bekämpfen. Deswegen die Notsituation, damit man dieses Spritzmittel importieren sollte, weil es in Brasilien ja verboten ist. Und dann kommen wir wieder auf eine andere Idee. Also es ist eine Chance eigentlich hier, wieder verbotenen Gifte, bisher verbotenen Gifte, auf den Markt zu bringen. Ich habe mal recherchiert, in Europa ist dieses Insektizid ab 1. Mai 2014 zugelassen. Von der Europäischen Union, also von der Kommission der Europäischen Union. Also man hat sich schon vorbereitet, es könnte ja sein, dass hier auch der Maiszünsler, den es bei uns nicht gibt, hier in Deutschland oder in Österreich, in Europa resistent wird, so hat man sich schon mal vorbereitet. Komisch ist es ja, dass in Europa etwas zugelassen wird, was in Brasilien verboten ist, weil in Brasilien es Gesundheitsstudien gegeben hat. Es handelt sich um ein Nervengift, der heißt Emamectin-Benzoat. Können wir nachschauen. Emamectin-Benzoat wird unter dem Namen Affirm zum Beispiel in Europa eingesetzt. Ich habe gesehen, dass es in Südtirol zum Beispiel zugelassen ist, schon seit lange. Bei Obst, besonders bei Äpfeln. Und das Logische jetzt, was damit zusammenhängt, heißt, wer produziert das? Wer produziert dieses Insektizid? Da haben viele jetzt schon an Monsanto gedacht, das ist nicht Monsanto, sondern Syngenta. Das ist ein Pharmakonzern. Und ich habe jetzt nicht danach gesucht, welches Produkt es geben würde von einem Pharmakonzern, um diese gesundheitliche Auswirkungen nochmal unter Kontrolle zu kriegen. Weil das ist ja ein Nervengift. Also die brasilianische Regierung hat es auch nur zugelassen für den Import, nicht für den Einsatz. Also das brasilianische Ministerium für Landwirtschaft übernimmt nicht die Verantwortung für den Einsatz. Also da ist der Bauer verantwortlich. Und es gibt keine andere Behörde, die jetzt diese Verantwortung übernimmt. Das ist der erste Teil dieser Geschichte, die vielleicht ganz neu ist für viele, die sich hier hoffen, mit gentechnisch veränderten Maisinsekten zu kontrollieren. Also für den Maiszünsler, für den genau dieser Mais gedacht wurde, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Resistenzbildung kommt. Genauso wie bei uns, bei dieser sogenannten Baumwollkapsel. Es gibt da drei Erklärungen, also Sie können sich jetzt überlegen, welche die beste ist oder an welchen Sie sich eher binden oder können auch weiterdenken. Also ich habe jetzt erst zunächst mal die Erklärung der brasilianischen Regierung. Die sagen, dass der Grund, weswegen jetzt ein Schädling so schlimm ist, weil er frisst ja auch nicht nur Mais, sondern Soja, alle anderen Pflanzen, sogar Unkraut, vielleicht wäre es da eine Chance, ihn als Unkrautbekämpfer her zu führen. Es gibt ja auch zunehmend resistenten Unkräuter. Aber die Regierung sagte oder hat es offiziell mitgeteilt, jetzt vor zwei Wochen, als es zum Import, also der Import zugelassen wurde, dass es einen Nutzling gäbe, den wir damals als Schädling betrachteten, der sogenannte Heerwurm, Spodoptera frugiperda für die Spezialisten. Das Problemchen dabei sei, dass er jetzt vernichtet wurde durch den Einsatz von BT-Mais. Also da ist es wieder mit dem Zusammenhängen schwierig, ne? Weil wir hätten ja eigentlich den Fressfeind sozusagen oder den Schädling des Schädlings, Nützling eigentlich, gehabt. Und es geht jetzt darum, Rückzugsräume einzurichten, damit wir wieder den sogenannten Heerwurm, Spodoptera frugiperda, am Leben halten, der vorher als Schädling bezeichnet wurde. Oder wenigstens, dass wir es schaffen, dass diese Insekten wieder bei gentechnisch freien Mais sich reproduzieren und sich dann nochmal auskreuzen mit anderen Insekten, die
Genmais fressen, also dann verhindern wir die Wahrscheinlichkeit der Resistenzbildung. Das ist aber andersrum, als die Bauern es dachten, denn es ging ja eher darum, die Produktionsfläche so auszunutzen, nur mit Mais und auch nochmal mit Genmais und dann auch vielleicht die Anbaufläche zu erweitern. Jetzt ist das Argument, einen Rückzugsraum zu schaffen, das sogenannte Resistenzmanagement, also dann wird die Anbaufläche kleiner, was ja dann auch nicht so logisch ist mit dem, was vom Anfang an gedacht wurde, als man nur mehr in der Form einer Monokultur Mais angebaut hat und mit wenigen Sorten. Das ist die erste Erklärung. Die zweite Erklärung ist dann logisch mit dem, was ich am Anfang hier andeutete, dass vielleicht diese Plage oder diese Raupe da eingeschleppt wurde, damit man dann Pestiziden verkaufen kann. Es gibt sogar der Ort, ne, aus Indien soll sie eingeschleppt werden sein. Das ist jetzt die Hypothese, die von Kollegen der Biosicherheitskommission jetzt aufgestellt wird, die eigentlich Befürworter der Agrogentechnik sind. Und es hängt dann davon ab, von welchem Konzern oder zu welchem Konzern sie forschen. Also die Wissenschaftler, die eher mit Monsanto zu tun haben, zum Beispiel, kommen auf diese Hypothese oder von Dow AgroScience und sagen, das sind Syngenta-Leute daran beteiligt. Ne? Syngenta-Leute sagen das dann andersrum. Ne? Die sagen, wir haben jetzt mit Gentechnik gar nichts mehr zu tun gehabt, obwohl sie ja bekannt sind für die ersten gentechnisch veränderten Maissorten. Also die Auseinandersetzung geht weiter. Aber die dritte Hypothese, die eigentlich die ist, die man als Wissenschaftler haben könnte, nachdem man das erkennt, was wir schon in der Geschichte der Biologie entwickelt haben, basiert ja darauf, dass es immer wieder Schädlingen gibt oder Insekten gibt, die es schaffen, Tausenden, eine von tausend vielleicht, eine Mutation zu erzeugen, damit sie widerstandsfähig sind. Dann bleiben ja nur die Lebenden zur Reproduktion, ne? Also die Toten würden da keine Rolle spielen. Also wenn man wüsste genau, welche Pflanze oder welche Insekt man hier zu tun hätte, dann könnte man vielleicht auch gezielter vom Anfang alles verhindern. Ja, das ist der erste Teil. Der zweite Teil des Problems ist eigentlich das, was wir schon länger kennen, also mit herbizidresistenten Pflanzen. Und da ist nochmal ein neues Kapitel, denn herbizidresistente Pflanzen haben ja die Eigenschaft, das Glyphosat aufzunehmen. Nicht nur das Glyphosat, es gibt auch eine Variante von Glufosinat und jetzt auch eine Variante von 2,4-D-resistenten Pflanzen. So 2,4-D ist die Chlorphenoxyessigsäure, das ist ein Zusatzstoff von Agent Orange. Ein Entlaubungsmittel, den man in Kriege eingesetzt hat, zum Beispiel im Vietnamkrieg. Also ist ganz problematisch diese Diskussion, weil kein Land auf der Welt es sich wünscht. Brasilien wird vielleicht einmalig diese Sorte im Februar zulassen. Und dann haben wir das Problem mit Rückstände von diesen Giften bei dem Futtermittel. Also Glyphosat ist vielleicht das berühmteste Beispiel. Denn es war die erste gentechnisch veränderte Sorte, die zugelassen wurde. Und bei dieser Pflanze haben wir es geschafft, eine Resistenz von Unkräuter hier auszulösen, die auch nicht mehr unter Kontrolle ist. Also Glyphosat beschädigt nicht mehr eine Reihe von Pflanzen, die resistent geworden sind. Hier haben wir ein Beispiel, das ist diese Conisa canadensis. Das ist eine Pflanze, die über die Sojapflanze herauswächst und dann die Photosynthese zerstört. Conisa canadensis ist in Deutschland bekannt als kanadisches Berufskraut, wird als Blume verkauft. Und in Brasilien nennen die Bauern diese Pflanze als Franzose, weil sie so schlimm sei. Das hat mit der Geschichte der Einwanderung zu tun. Man nennt immer das schlimme Unkraut Franzose. Und hier haben wir nochmal eine andere Sorte von Unkraut, das ist die sogenannte Wicke. Die ringelt sich um die Soja herum, bis sie da oben Schatten schafft und dann hat man dasselbe Problem. Hier nochmal größer das Problem, weil es nutzt hier auch wenig zu hacken, weil die wächst
neben der Sojapflanze. Also Ipomoea sp wächst genau neben dem Stamm der Sojapflanze, so hackt man auch die Sojapflanze mit raus. Also man müsste hier schon gezielt ausroppen, ne? Das wäre so eine Chance vielleicht. Warum es jetzt zu dieser Resistenzbildung gekommen ist, ist auch ein sehr schwieriges Thema, denn man wird immer wieder auf eine Erklärung kommen, die vielleicht für die Debatte wenig bringt, nämlich, dass die Sorten von Glyphosat auf dem Markt nicht mehr in der Lage sind, diese Pflanze zu bekämpfen. So setzt man auf stärkeren Varianten von Roundup zum Beispiel. Und da ist es wichtig zu erkennen, Glyphosat ist ja nur das Wirkstoff. Und damit Glyphosat in die Pflanze eindringen kann, braucht man nochmal einen Zusatzstoff, also ein Surfaktant-Element. Das heißt zum Beispiel bei uns Talovamin. Und Talovamin ist zuständig für die Reduzierung der Spannung der Oberfläche eines Gewebes. Deshalb kann man Glyphosat auf Pflanzen spritzen und es dringt in die Pflanze ein. Man könnte schon sofort die Frage stellen, was passiert dann mit Tieren, was passiert dann mit Menschen, die in Kontakt mit Glyphosat sind. Man weiß, dass dünnhäutigen Insekten oder auch dünnhäutigen Tieren, also wie Frösche oder Wasserorganismen, aber auch Menschen, durch die Haut sehr schnell dieses Wirkstoff aufnehmen. Das passiert auch bei der Sojapflanze, das heißt, die Sojapflanze nimmt, aber auch die Maispflanze, nimmt diesen Stoff auf. Es bleibt in der Pflanze drin, aber es kommt nicht zur Hemmung des Stoffwechsels. Also so bleibt die Pflanze stehen, es ist weiter grün, obwohl in manchen Beispielen man doch sehen könnte, wie es schädigt. Also da haben wir so einen grünen Streifen da, grün und nicht gelb, also hellgrün, wo wir versucht haben, eine Menge von Glyphosat mit einem Pulverisator auf ein Feld zu spritzen, das gentechnisch verändert ist. Das zeigt, dass es auch hier eine Grenze gibt. Also die ist nicht absolut resistent. Also es schadet der Soja auch in solchen Mengen. Und das Problem ist ja, dass wir derzeit 5 Liter pro Hektar spritzen von Glyphosat. Nach der fachlichen Praxis sollte man nicht mehr als 1 Liter pro Hektar spritzen. Und da beginnt das Ganze nochmal, weil es wird ja immer wieder behauptet, man würde durch die Gentechnik es schaffen, ohne Pestiziden in der Landwirtschaft zu arbeiten. Die Frage war ja immer natürlich zu sagen, was heißt es, wenn Chemiekonzerne behaupten, sie würden jetzt keine Chemie mehr brauchen. Also wir würden jetzt gar keine Chemie mehr in der Landwirtschaft brauchen. Das wird von Vorstandsvorsitzender oder auch Wissenschaftler, die für diese Chemiekonzerne arbeiten, immer wieder in die Presse gebracht. Obwohl die Produktion erweitert wird, also eine Zunahme von Pestiziden auf der Welt zu sehen ist, haben wir immer wieder das Argument, durch Gentechnik könnten wir das wieder runterfahren. Und hier haben wir das Beispiel, bei der Soja hatten wir schon am Anfang, nachdem wir Gensoja angebaut haben, 3 Liter pro Hektar gespritzt. Und das hat eine Erklärung. Früher durfte man das ja nur vor der Aussaat. Auf die Soja konnte man es nicht spritzen, sonst wäre die Soja auch tot. Jetzt hat man die Chance, vor der Aussaat zu spritzen, nach der Aussaat auf die Soja. Und dann ist das Problem, dass Glyphosat keine Keime zerstört, also nur was Grünes, es wächst wieder und dann hat man nochmal gespritzt, besonders vor der Ernte, damit alles schön trocken war. Das heißt ja nicht, dass diese Rückstände jetzt nicht über die Körner übertragen werden. Also das Produkt ist jetzt in der Pflanze drin. Und dann regen sich viele Bauern hier auf, dass vieles von Unkräutern nicht mehr zerstört wird. Dann wird nochmal gespritzt und 5 Liter pro Hektar ist jetzt der Durchschnitt. In Argentinien ist es viel mehr, da haben die schon länger mit Resistenzen zu tun gehabt. Da spritzt man schon 8 Liter pro Hektar. Und dann gibt es auch Bauern, die berichten von 14 Liter pro Hektar. Also diese Menge an Pestiziden hat man noch nie in der Geschichte. Und das ist auch wieder, vielleicht andersrum gesehen, eine Chance. Also nicht nur Pestiziden einzusetzen, die nicht mehr erlaubt sind, sondern die es bisher gibt, in so einer Menge einzusetzen, wie wir es noch nie in der Geschichte der Menschheit gesehen haben.
Also bei uns ist es Weltspitze. Wir haben den höchsten Konsum von Pestiziden, die höchste der Welt. Wenn wir das aufteilen würden auf die Bevölkerung, was jährlich verkauft wird, offiziell verkauft wird, also Schmuggel kommt da nicht bei der Rechnung rein, also was offiziell verkauft wird, auf die 200 Einwohner Brasiliens aufzuteilen, dann kommen wir auf die Zahl 5,2 Liter pro Einwohner pro Jahr. Das ist mehr als Wein. Es gibt nicht so viel Weinkonsum in Brasilien. Also wir haben mehr Pestizidkonsum. Ganz schlimm auch, dass man hierdurch nicht nur Pflanzen hat, die in jedem Korn, in jedem Teil Glyphosat enthalten, sondern auch, dass man die Knöllchenbakterien an den Wurzeln der Pflanze zerstört, die für die Fixierung von Stickstoff aus der Luft zuständig sind. Also man kann durch diese Leguminosen, durch die Hülsefrüchte Soja aus der Luft Stickstoff fixieren und das bleibt dann auch im Boden für die nächste Pflanze. Aber besonders für die Soja wichtig, weil Stickstofffixierung mit Eiweißbildung zu tun hat. Und genau das wird ja von dieser Sojapflanze erwartet. So haben wir auch bei dieser Pflanze weniger Eiweiß und zunächst weniger Ertrag. Das ist auch ganz wichtig. Also wir zerstören das, was wir seit 40 Jahren entwickeln konnten, dieser Zustand bei Knöllchenbakterien an den Pflanzen, diese weißen Knöllchen. Ja. Und das ist dann andersrum gerade nicht das, was immer berichtet wurde. Denn man spricht in manchen Kreisen sogar von gentechnisch verbesserten Pflanzen. Und man sei jetzt auf eine Art der Pflanzenzüchtung gekommen, mit der man Pflanzen verbessern könnte. Was heißt jetzt Pflanzen verbessern? Pflanzen zu verbessern, wenn diese Pflanze Pestizide enthalten, weil sie sie aufnehmen, speichern. Was heißt es, wenn diese Pflanze weniger Eiweiß hat als die herkömmlichen Sorten? Weswegen sollte diese Pflanze jetzt besser sein als die Pflanzen, die wir schon als herkömmlichen Sorten kennen? Also diese Frage ist sehr schwierig zu beantworten. Man kann es nur, wenn man an die Theorie glaubt, die hinter der Agrogentechnik steckt. Ich werde es mal versuchen, hier mal sehen, wie viele es mir glauben. Das Argument beginnt damit, dass man sagt, man braucht jährlich mehr Erträge. Okay? Das ist dann ein Wunsch. Ist fast keiner dagegen. Oder? Also mehr Ertrag zu haben, ist vielleicht ein Wunsch, den meisten Bauern gefällt. Also man könnte auch sagen, mit dem Argument, mehr produzieren zu können, könnten wir ja auch Fläche sparen. Also wir würden auch mehr Naturschutz haben, also auf den Flächen produzieren, damit wir nicht eine Erweiterung der Fläche, das Amazonasgebiet zum Beispiel, verlagern. Und auf der anderen Seite könnten wir auch noch sagen, wir würden ja durch diese zunehmenden Erträge den Hunger auf der Welt bekämpfen. Denn wir brauchen ja immer mehr Nahrungsmittel, damit die Menschheit zukünftig versorgt wird. Die dann angeblich ja auch wächst. Ne? Das ist dann das Argument, das erste Einstiegsargument, man braucht mehr Ertrag. Wie schafft man es mit mehr Ertrag? Man kann hier sogar diese Theorie in der Praxis beweisen. Oder man kann es anders formuliert sagen, man kann hier Praxisstudien entwickeln oder sogar Feldforschungen machen, durchführen, um diese Theorie zu bestätigen. Ich zeige mal ganz einfach, wie man das macht. Man baut Soja an, die gentechnisch verändert ist, die sogenannte Gensoja. Und zum Vergleich hat man dann herkömmliche Soja. Bei der Gensoja spritzt man Roundup, also dieses Glyphosat, drauf und dann sind fast alle Unkräuter weg. So ist es am Anfang, wenigstens in den ersten 5 Jahren. Das ist fast so wie ein Wunder, plötzlich ist das Unkraut weg, man braucht nicht mehr hacken, man braucht nicht mehr ausrotten, mit einem Spritzmittel ist das Unkraut weg. Und dann hat man bei einem anderen Beispiel das herkömmliche,
Also die herkömmliche Soja, da kann man ja nicht Glyphosat draufspritzen, sonst wird man auch die Soja töten. Das heißt, man muss dann andere Stoffe hier einwenden, die schon Resistenzen, also schon Resistenzen verursacht haben. Also es wird hier mehr Unkraut stehen bleiben. Wenn man dann den Ertrag vergleicht, kommt man auf eine tolle Statistik, Gensoja produziert mehr auf derselben Fläche als die herkömmliche Soja. Das sind die Studien, die weltweit dafür sorgen, dass manche Wissenschaftler behaupten, es gebe ja die Erfahrung, es gebe diese Studien, diese Statistik, die beweist, dass gentechnisch veränderte Pflanzen einen höheren Ertrag haben. Okay? Aber nur mengenmäßig, aber nicht qualitätsmäßig. Ja, das ist noch nicht mal die Frage. Es geht jetzt nur mal um die Menge. Die Menge ist tatsächlich bei den gentechnisch veränderten Pflanzen dann höher. So gesehen, bessere Unkrautbekämpfung, mehr Ertrag. Die erste Frage, die man sich aber dann stellen muss als Wissenschaftler, ist, dass es nicht vergleichbar ist, wenn man verschiedene Methoden der Unkrautbekämpfung einsetzt. Es ist nicht unter selben Bedingungen verglichen worden. Wie würde sowas gehen? Man könnte zum Beispiel alle Unkräuter rausrotten oder raushacken. Das ist ein kleiner Feldversuch. Und dann versuchen wir mal zu messen, wo ist der höchste Ertrag. Und dann kommen wir erstaunlicherweise auf eine Erkenntnis, dass die gentechnisch veränderte Soja bei allen diesen Versuchen unter selben Bedingungen gemessen 5-10% weniger auf derselben Fläche produziert. Das ist vielleicht das Erstaunlichste dabei und wir wissen auch noch nicht genau, wie man das erklären kann. Es gibt da ganz viele Hinweise darauf. Zum Beispiel die Knöllchenbakterien. Das ist eine Erkenntnis, die wir seit 1986 haben. Wenn man mehr als 1 Liter Glyphosat pro Hektar spritzt, zerstört man die Knöllchenbakterien und dadurch auch die Fixierung von Stickstoff aus der Luft und dann fehlt hier Stickstoff in der Wachstumsperiode der Soja. Bei den meisten Bauern in Südbrasilien kommt dann die Idee, diese Soja als Maradona zu taufen. Also, es gab ja einen Fußballspieler aus Argentinien und weil die erste gentechnisch veränderte Soja aus Argentinien stammte, hat man sie als Maradona getauft, man wusste ja gar nicht, wie die heißen, diese eingeschmuggelten Sorten. Also zunächst, weil sie aus Argentinien war und zweitens, weil sie kleiner ist als die anderen Sorten, die wir in Brasilien schon seit 40 Jahren anbauen und die eher angepasst sind an die klimatischen Bedingungen. Das dritte Argument ist aber dann erst nach 5 Jahren erst gekommen, dann sagt man, diese Soja sei süchtig. Man braucht ja immer mehr Pestizide. Und das ist auch, was dann so die Erfahrung zeigt. Also es ist nicht so einfach, man spritzt nur mehr Glyphosat, sondern man muss jetzt eine Art von Kombination schaffen. Und das ist dann so die nächste Generation der gentechnisch veränderten Pflanzen. Also es gibt ja immer von Seiten der Konsumenten den Wunsch, die nächste Generation würde etwas für die Konsumenten bringen. Das ist so ein Wunsch, ne? Also vielleicht Pflanzen, die mehr Eiweiß entwickeln können. Oder vielleicht sogar weniger schädlichen Stoffe, die man vermeiden möchte. Es gibt ja Allergien, oder es gibt die ganze Problematik mit bestimmten Nährstoffen, die in Pflanzen drin sind. Also anstatt, dass man jetzt bessere Pflanzen entwickelt, hat man hier es geschafft, schlechtere Pflanzen zu entwickeln. Also Pflanzen, die in der Lage sind, eine Dusche von Glyphosat zu ertragen, und jetzt noch von einem anderen Giftstoff, der in der Lage ist, die anderen Unkräuter zu bekämpfen, wie zum Beispiel Glufosinat. Glufosinat ist ein bekannter Giftstoff von Bayer produziert und das ist auch die Eigenschaft, die bei diesem Mais 1507 drin ist, der nicht nur insektenresistent ist, BT-Mais, sondern ist auch gleichzeitig resistent gegen Glufosinat. Man kann dann auch ihn Glufosinat spritzt. Die nächste Generation, also die wir derzeit haben, kombiniert Pflanzen, die resistent sind gegen Glyphosat, gegen Glufosinat und gegen 2,4-D, also die Chlorphenoxyessigsäure, diese 2,4-D Geschichte mit einem Zusatzstoff des Agent Orange. Also diese Kombination würde es schaffen, dass man Unkräuter zerstört, die
eine Resistenz entwickelt hat. Wie man aus dieser Sackgasse herauskommt, ist da nicht die Frage, sondern es ist eher wieder eine Chance, oder sagt man, eine Möglichkeit, die angeboten wird, mit Problemen zurechtzukommen, die durch die eigene Technik verursacht wurden. Ob sich das lohnt, ist dann die nächste Frage, denn es war ja immer wieder das Argument, es sei billiger, mit gentechnikfremden Pflanzen zu produzieren. Und das ist dann auch immer wieder so ein tolles Argument, um den Hunger auf der Welt zu bekämpfen. Also mehr zu produzieren mit weniger Kosten, damit die Preise von Nahrungsmitteln senken. Naja, so einfach ist das auch nicht mit dem Wunsch, denn wir haben hier eher mit was ganz anderem zu tun. Wir haben hier mit einer Erhöhung beim Saatgutpreis von 246% zu tun in den letzten 10 Jahren. Also 246% teurer ist dieses Saatgut. Und brasilianische Bauern haben im Durchschnitt jetzt 60% der Betriebskosten für den Einsatz von Pestiziden ausgegeben. Wenn man das alles zusammenrechnet, dann kommt man auf eine immer wiederholte Frage. Warum tut man das dann? Also wenn es teurer ist, wenn es weniger Ertrag hat, wenn man mehr Pestiziden braucht, was ist dann der entscheidende Grund, um es zu tun? Und diese Frage wird mir immer die ganze Zeit gestellt, wenn ich unterwegs bin. Und ich habe auch nicht immer so die richtige Antwort, denn ich weiß ja auch nicht, warum es Ärzte gibt, die rauchen zum Beispiel. Die wissen es doch auch, oder? Es gibt ja solche Situationen, in denen man es tut, obwohl man es weiß. Es gibt immer wieder eine Minderheit von Menschen, die es versuchen werden, auch wenn sie wissen, dass es teuer ist. Aber das ist nicht die Erklärung. Also diese Leute, die versuchen. Es ist aber manchmal ganz toll, dass die Konzerne solche Menschen identifizieren und dann in einer Region unterstützen, sodass die Felder herum kontaminiert werden. Also dann geht es den anderen gar nicht mehr darum zu entscheiden, ob sie es wollen, denn sie haben es ja schon vom Nachbarn. Bei der Soja ist es etwas ganz Tolles, da hat man auch mit Soja angefangen, dass die Soja ja eine autogame Pflanze ist. Das heißt, biologisch gesehen gibt es keine Auskreuzung. Trotzdem konnten wir es nicht schaffen, dass die Nachbarnfelder nicht die anderen Nachbarn da kontaminieren. Durch den Transport, durch die Maschinen, durch die fehlende Trennung beim Export, ganz einfach durchs Wasser, wenn die Körner auf die andere Seite kommen, in kleinbäuerlich strukturierten Regionen ist es viel schwieriger, die Kontamination hier, der Kontamination hier gegenzusteuern. Die zweite entscheidende Frage dabei ist aber, es gibt eine Agrarstruktur. Und diese Agrarstruktur basiert auf dieser Vorgehensweise. Also die meisten Genossenschaften, die bei uns arbeiten, dafür sorgen, dass die Bauern Agrarberatung haben, dass sie Saatgut kaufen von diesen Genossenschaften, dass die Produktion wiederum aufgekauft wird vor Ort von diesen Genossenschaften, dass die chemischen Düngemittel und auch die Pestizide durch diese Genossenschaften den Bauern beigebracht wurden, dass diese Genossenschaften Verträge haben mit den Chemiekonzernen. Also alle Genossenschaften, die wir da in der Region haben, sind Partnerorganisationen von Monsanto. Sie bekommen 5-15% des einkassierten Lizenzgebühres. Und sie leisten die Arbeit für die Bauern oder für Monsanto. Das ist jetzt die entscheidende Frage. Eigentlich für Monsanto. Aber die Genossenschaft gehört doch den Bauern, oder? Das ist dann die Frage der Demokratie, die vielleicht auch bei Regierungen dieselbe ist, wie kommt es immer dazu, dass die Bauern genau die wählen, die eigentlich gegen sie regieren? Ne? Diese Frage kann ich jetzt nicht beantworten. Das ist vielleicht die schwierigste überhaupt, weil im Vorstand dieser Genossenschaften sind meistens Großbauern und die Kleinbauern wählen sie. Seit 50 Jahren. Und wenn es dann irgendwann mal ein Kleinbauer geschafft hat, gewählt zu werden, dann denkt er schon wie ein Großbauer. Und dieses Denken, deswegen sage ich, es hat auch mit Wissen zu tun, hat dann einen großen Einfluss auf die Entscheidungen über Technik in der Landwirtschaft, weil
Man setzt ja voraus, dass das Wissen, das moderne Wissen, von den Agrarkonzernen kommt. Und das fängt schon an den Universitäten an. Also es werden ja schon bei der Grundschule vielleicht Möglichkeiten angeboten, Stipendium zu bekommen, Austauschprogramme, Labors zu besichtigen und sich zu entscheiden, was man dann später studiert, hängt dann auch damit zusammen, von wem wird man bezahlt eigentlich. Ne? Und wenn diese ganze Agrarstruktur da zusammen vernetzt ist, und vielleicht gibt es kein Beispiel auf der Welt, wo Politik, also Regierungen, nicht nur Regierungen, sondern auch Parlamenten, auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Mercosur-Ebene, auf EU-Ebene, egal wie weit die Ebene ist, so verstrickt vernetzt ist mit den Agrarkonzernen und auch mit den Wissenschaftlern. Also es wird alles zusammen aufgebaut, dieses Konzept. Und am Ende, wenn man das andersrum sieht oder andersrum denkt, jetzt nicht als normaler Verbraucher oder als Kleinbauer oder so, oder als Bauer, sondern man denkt mal von den Seiten der Wissenschaftler, die davon profitieren, dann ist es auch logisch. Denn dann ist das hier kein Problem, sondern es ist hier eine Chance, weiter zu forschen. Also man hat hier immer wieder neue Arbeitsplätze geschafft. Ne? Vorletzte Woche hatte ich in Deutschland einen Abgeordneten, der kam zu mir, der wusste ja gar nicht, was ich da so denke zu dem Thema, und hat sich dann bei mir so irgendwie beschwert, dass es schwierig sei in Europa, ne, mit den Wissenschaftlern. Die gehen jetzt alle weg, ne? Die haben hier gar keine Chance mehr, weil im Bereich der Chemie hier ist es ja mit dem Widerstand so. Ne? Und er sagt, hat er sich beschwert, wie schwierig es ist für die Agrarkonzerne. So, ich glaube jetzt nicht, dass es so schwierig ist für Bayer, für BASF, für Syngenta, für Monsanto, für Dow AgroScience und für Pioneer. Das sind ja eigentlich die Konzerne, die weltweit die meisten Saatgut, also die ganzen Sorten jetzt besitzen und gleichzeitig auch die Pestizide verkaufen, die fast programmiert sind in diesem Saatgut. So, wenn man dieses Saatgut einsetzt, dann hat man schon die Entscheidung getroffen, was man da als Spritzmittel nimmt. Denn es würde ja fast kein Bauer geben, der jetzt Lizenzgebühren zahlt oder einen höheren Preis zahlt für eine Sojasorte und dann nicht Glyphosat draufspritzt. Ne? Also logisch ist das ja, oder? Man könnte ja immer noch glauben oder sehen, dass mit der Zeit die Erfahrung es zeigt, dass sowas hier nicht sinnvoll ist. Das ist auch so einen Wunsch, ne? Man stellt sich zwei Ideen vor, zum Beispiel. Man glaubt, dass die Marktwirtschaft das sowieso regulieren würde. Also das, was es als Blödsinn gibt, nicht mehr verkauft wird. Ich glaube, dass das nicht so einfach ist. Denn es gibt vieles, was man gar nicht braucht, das am meisten verkauft wird. Ne? Und das hat nicht nur mit Nutzen zu tun. Und zweitens glaubt man, dass die Natur das sowieso korrigieren würde, wenn da etwas schief läuft. Hätte man nicht am Saatgut was geändert, also an der Genesis der Produktion, könnte man vielleicht hier von einer Entgiftung sprechen. Eine Entgiftung des Bodens, das gibt es ja. Ne? So, man könnte eine Weile nichts mehr anbauen und dann würde man vielleicht eine Chance haben, dass diese Boden sich regenerieren. Also man hat dann wieder gesunde Boden nach einer Weile Entgiftung. Das ist aber beim Saatgut nicht möglich. Denn es reproduziert sich ja alles von selbst. Und man hat keine Kontrolle mehr. Man weiß nicht mehr, was da genau passiert, wenn man nach 10 Jahren Gentechnik versucht, wieder zurückzugehen. Die Bauern im Süden Brasiliens wissen es jetzt. Es gibt kein Zurück, weil sie keine Sorten mehr haben vor Ort. Die haben ihre eigenen Sorten aufgegeben. Und jetzt gibt es nur noch gentechnisch veränderten Sorten. Was ja eigentlich historisch gesehen etwas Kurioses ist. Wir haben in Brasilien die ertragreichsten Sorten von Soja entwickelt. Und jährlich wird davon gesprochen, dass wir 1% mehr Ertrag erreichen. Diese Sorten werden dann herbizidresistent gemacht. Also die Sorten, die jährlich 1% mehr Ertrag haben. Wenn wir jetzt bis 10 Jahre brauchen, bis diese Sorten, die herbizidresistent gemacht wurden, auf den Markt kommen, dann haben wir mindestens 10% weniger Ertrag, nur wegen diesem Vergleich. Also es sind immer ältere Sorten, die auf den Markt kommen, weil sie herbizidresistent sind.
So haben wir schon einen Unterschied beim Ertrag. Und das ist dann auch wieder wichtig, aber vielleicht sogar noch wichtiger, zu sagen, dass die Pflanze, wenn man Glyphosat auf sie spritzt, etwas da durcheinander bringt. Also die Pflanze reagiert ganz anders. Man könnte hier sogar sagen, es sind immunschwache Pflanzen. Ich weiß jetzt nicht, wie man den Ausdruck immun hier versteht, aber ich könnte ganz einfach sagen, dass diese Pflanzen eher krank werden als die herkömmlichen Sorten. Das hat mit Anpassung zu tun. Also sie sind nicht angepasst an unseren klimatischen Bedingungen. Nicht nur, weil sie im Ausland entwickelt wurden, sondern ganz einfach, weil man an den Genen, an der Struktur der Genetik etwas geändert hat, was diese Pflanze stört. Denn die hatte eine andere Sequenz von Genen eingebaut oder entwickelt im Laufe der Geschichte, der Anpassungsfähigkeit. Und jetzt stören wir das. Und das ist es auch kein Wunder, dass genau diese kranken Pflanzen wieder eher angegriffen werden von Schädlingen. Denn das ist auch eine Reaktion der Natur. Das sollten wir auch nicht so überraschend sehen, dass Unkräuter trotz so viel Pestizideinsatz resistent werden. Das ist auch eine Reaktion der Natur, um den Boden zu schützen. Aber das Schlimme daran ist ja, dass die schlechteren Sorten die besseren kontaminieren. Und anders formuliert, wenn man erwartet, dass hier die Natur von allein das alles korrigieren würde, so wie die Marktwirtschaft in der Wirtschaft, dann haben wir ja das Problem, dass hier sich nicht die ertragreichsten Sorten durchsetzen. Im Gegenteil. Die weniger Ertrag haben, die höhere Kosten haben, die weniger Eiweiß haben und die mehr Pestizide enthalten. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, was passiert dann, wenn man diese Soja in Europa im Futtermittel hat. Ist klar, dass die meisten Wissenschaftler dann sagen, ich habe mich jetzt auf Pflanzen beschränkt, also ich bin jetzt Phytopathologe oder ich habe da keine Ahnung, was mit Kühen passiert wieder. Aber dass ein ganzes Land oder vielleicht ganz Europa keinen Wissenschaftler hat, der mal auf die Idee kommt, das festzustellen, ist vielleicht dann doch auch ein Beispiel dafür, wo werden die Gelder in Forschung hier investiert. Denn ich stelle mir immer noch dieselbe Frage, die ich vor 4 Jahren immer wieder gestellt habe. Wie viele Rückstände gibt es bei Soja, die aus Brasilien importiert wird? Das weiß man nicht. Ich hatte jetzt vor 2 Jahren bei meiner vorherigen Vortragsreise ein Problem mit einem Professor aus Kiel, der behauptete, dass die Rückstände von Glyphosat hier bei den Produkten, die man hier vermarktet, unter der Rückstandsgrenze liegen. Das ist auch eine tolle Debatte. Denn was ist schon mal die Rückstandsgrenze? Sie wird irgendwie bestimmt von Kommissionen, von Wissenschaftlern. Man glaubt dann, dass das wissenschaftlich ist, weil es waren ja Wissenschaftler. Und man kommt nicht auf die Idee, mal zu sehen oder zu fragen, wie viel ist es überhaupt? Ich kann es hier aus Brasilien berichten. 2004 hatten wir eine Rückstandsgrenze von 0,2 Milligramm pro Kilo. Das war dann nach wissenschaftlichen Studien so untermauert, dass man auch nicht mehr als 1 Liter Glyphosat gespritzt hat. Das ist ja die fachliche Praxis oder die gute fachliche Praxis. Was passiert jetzt, wenn man 5 Liter pro Hektar auf die Pflanze spritzt und die es ertragen kann, also aufnimmt, dann heißt es, dass man hier eine höhere Rückstandsgrenze braucht, oder? So haben wir von einem Tag zum anderen, ohne irgendeine Studie, die Rückstandsgrenze von 0,2 Milligramm auf 10 Milligramm erhöht. Und dann ist es wieder legal, oder? Also es ist ja okay dann. Es ist unter der Rückstandsgrenze. Ich habe dann von diesem Professor gehört, es sei hier 20 Milligramm pro Kilo zugelassen. Und das Schlimme an meinem Beitrag sei ja gewesen, dass wir eine Studie in Brasilien haben, die jetzt feststellt, dass es eine Schwankung gibt von 14 Milligramm pro Kilo bis 33 Milligramm pro Kilo. Also das Problem ist noch nicht mal, dass es 14 Milligramm pro Kilo ist, das ist zwar über unserer Rückstandsgrenze, aber für Deutschland wäre es ja dann unter der Rückstandsgrenze. Das Problem ist ja, dass ich bis 33 berichtet habe.
Also das heißt ja, man müsste die Rückstandsgrenze hier auch auf 33 erhöhen, oder? Dann wäre wieder alles in Ordnung. Wie man das aber schafft, und das ist genau der Punkt, ich kann jetzt aus der Erfahrung der Biosicherheitskommission Brasiliens berichten, alle zugelassenen Sorten basieren ausschließlich auf Studien, die von den eigenen Firmen geliefert werden. Alle. Es gibt keine einzige unabhängige Studie dazu. Zweitens, die Studien werden auch nicht diskutiert. Manchmal gar nicht gelesen. Es werden über 100 Verfahren in jeder Sitzung beschlossen und ganz einfach nach Mehrheit, die sowieso pro ist. Und dann kann man auch nichts anderes erwarten. Was dann aber dann noch mal toll ist, es wird hier getrennt, man sollte nicht jetzt Rückstandsgrenze von Glyphosat diskutieren, denn das sei ja nicht die Aufgabe dieser Kommission, es sei eine andere Behörde dafür zuständig. Hier würde man nur diskutieren, was würde passieren, wenn man eine gentechnisch veränderte Soja hat, ob sie anders ist als eine herkömmliche oder nicht. Und dann kommt man auf einen tollen Begriff, das heißt substanzielle Äquivalenz. Substanzielle Äquivalenz sollte heißen, die sei genauso sicher oder genauso gesund wie anderen herkömmlichen Sorten. Wenn sie genauso wäre, wenn es eine substanzielle Äquivalenz gäbe, dann dürfte man gar keine Lizenzgebühren kassieren. Denn man muss ja beweisen, dass es was ganz Neues ist. Dass man sogar ein Patentrecht darauf hat, auf das Neue. Und in den Medien oder für die breite Bevölkerung wird von einer substanziellen Äquivalenz gesprochen. Also es sei genau dasselbe. Also es ist nicht genau dasselbe. Man weiß gar nicht genau, was passieren kann. Und dann gibt es jetzt Studien dazu, wie zum Beispiel Seralini aus Frankreich hat dann 2012 eine Studie zu einem Mais entwickelt. Das ist jetzt vielleicht die Auseinandersetzung der Zeit. Man hat nicht nur einen Genmais, also so einen genannten BT-Mais gefüttert, sondern man hat auch einen Mais gefüttert, der mit Glyphosat zu tun hat, also ein herbizidresistenter Mais. Und bei beiden Sorten von Mais, also sei es kombiniert oder sei es getrennt, hat der BT-Mais dazu geführt, dass es mehr Tumoren gab bei Ratten, die man gefüttert hat mit diesem Mais, als auch ein Mais, der resistent ist gegen Glyphosat, also der in der Lage ist, Glyphosat aufzunehmen. Also bei beiden Situationen haben wir diesen Ergebnisse. Es ist dann klar, dass viele Wissenschaftler sagen, das sei nicht wissenschaftlich, das was da passiert. Bei uns war es ganz toll, in der Biosicherheitskommission habe ich Meinungen gehört, die schon zu Schlussfolgerungen gekommen sind, bevor sie die Studie gelesen hatten. Wussten sie schon irgendwie, dass es nicht wissenschaftlich sei, sagten die. Was sei das Unwissenschaftliche daran? Das erste Argument ist besonders wichtig. Man hätte hier die falsche Rasse von Ratten. Denn diese Ratte würde sowieso zu Tumoren führen. Also es gäbe da eine Tendenz zu Tumoren. Das Argument können wir ja auch so diskutieren. Es gibt ja Meinungen, dass man genau diese Ratte deshalb nehmen sollte, damit man vergleichen kann. Noch wichtiger ist aber, die Zulassung dieser Maissorte basiert auf einer Studie von Monsanto, die genau diese Rasse hat. Also zur Zulassung war es wissenschaftlich, diese Rasse zu nutzen. Jetzt ist die kritische Studie von Seralini nicht wissenschaftlich, weil sie diese Rasse hat. Also das weiß die aufgeklärte Menschheit wieder nicht so im Detail, aber es wird wiederum dasselbe diskutiert, was wir schon vor ein paar Jahren dachten, als ich sagte, es gibt keine Studie oder es gibt keine Langzeitstudie. So, hier ist Langzeitstudie mal eine Studie, die 2 Jahre gedauert hat, mit 200 Ratten. Monsanto hat eine 6-wöchige Fütterungsstudie vorgelegt, um die sogenannte substanzielle Äquivalenz zu beweisen. Und Seralini sagte, dass ab dem 4. Monat erst festzustellen ist, was es an Auswirkungen gibt. Das zweite Argument ist vielleicht auch wichtig, man hat dann immer wieder gesagt, man hätte die Aufteilung in Gruppen
nicht mit so vielen Ratten gestaltet, wie man es sich wünscht in der Wissenschaft. Also zusammengefasst, es wären hier zu wenige Ratten. Monsanto hat 30 Ratten bei unserer Fütterungsstudie, hier sind es 200 Ratten. Also alle Argumente, die da wieder aufkommen, sind nichts anderes als das, was wir uns vor 10 Jahren dachten. Gäbe es eine Langzeitstudie, die es ja noch nicht gab, wären die Argumente immer noch dieselben. Also mit Langzeitstudie, ohne Langzeitstudie, bleibt das Glauben an der Gentechnik unverändert. Und das ist vielleicht auch wichtig, warum Menschen immer wieder an diese Art von Technik glauben. Das hat jetzt weniger mit Wissenschaft zu tun, sondern mit Vorstellungen. Es gibt ja Vorstellungen, die anknüpfen an diese Vorgehensweise. Zum Beispiel, es gibt immer wieder Menschen, die glauben oder sich eine Situation vorstellen oder es sich wünschen, dass wir in der Lage sind, mit Technik die Natur zu beherrschen. Dieser Wunsch ist ja ganz alt. Dass es andersrum schwieriger ist, festzustellen, auch wenn es die Naturwissenschaften in Jahrzehnten geschafft haben, zu beweisen, dass die Natur reagiert, das ist dann wieder schwieriger, sich zu wünschen oder zu glauben. Also die Natur zu verstehen, damit man das Wissen an dieses Verständnis anpasst und nicht umgekehrt, ist für die meisten Wissenschaftler sehr schwierig. Denn sie gehen ja davon aus, dass die Wissenschaft so mächtig wäre oder das Siegen sogar so mächtig wäre, die Natur beherrschen zu können. Und das ist ein Wunsch, den viele Menschen haben. Wenn dann Studien wie diese auftauchen, dann kommt es immer wiederum zu dieser Aussage, es sei ja so schlimm, dass es Wissenschaftler gibt, die die Wissenschaft in Frage stellen. Ich hatte das Phänomen mal bei der Eidgenössischen Anstalt in Zürich. Das war 2008. Und dann wurde mir gesagt, dass in diesem Tempel der Wissenschaft noch nie einen Wissenschaftler sich getraut hat, diese Wissenschaft zu kritisieren. Ich ging ja immer davon aus, dass Wissenschaft sowieso kritisch sein sollte. Aber jetzt muss man dafür kämpfen, dass die Wissenschaft kritisch ist. Also es geht eher um Glauben, als um Wissen zu schaffen. Und das Zweite vielleicht, was auch damit zusammenhängt, immer wenn man es schafft, Zusammenhänge darzustellen, damit man etwas verstehen kann, was da los ist, so wie in der Natur, dann wird gesagt, dies sei nicht wissenschaftlich. Also mir wurde mal gesagt, dass das Buch Die Saat des Bösen zum Beispiel nicht wissenschaftlich sei, weil jeder Bauer, der es liest, es verstehen kann. Und warum? Also das ist schon mal so von Vorurteilen geprägt, dass man zunächst sagt, dass ein Bauer ein Mensch sei, der kein Wissen hat, oder? Nicht in der Lage ist, etwas zu verstehen, oder was? Also dass der Mensch, der Erfahrung hat in der Landwirtschaft, kein Wissen schafft, sondern es schafft nur Wissen, der gar nichts mit der Praxis zu tun hat. So diese Isolierung von der Praxis. Und dann schafft man eine Situation, in der Menschen glauben, dass sie fast alles wissen über fast nichts. Und das schafft so eine Arroganz, dass diese Menschen glauben, nur sie würden die Welt verstehen. Weil es sind ja nur wenige, die sich so lange mit dem nichts beschäftigt haben. Ne? Dann sind die auch so arrogant, dass jede Erfahrung, die sie widerlegen würde, nicht stimmen kann, weil sie ja die Spezialisten sind. Das ist ja die Art der Spezialisierung. Oder im Deutschen sagt man, das sind Fachidioten. Andersrum ist es nochmal schwierig, die Ignoranz darzustellen, die solche Wissensbildung oder Ausbildung von Wissenschaftlern angerichtet hat. Denn man hat eine Ignoranz in fast allen anderen Bereichen. Weil man sich mit nichts beschäftigt und fast alles über fast nichts gemacht hat, dann hat man auch fast keine wissenschaftliche Position über fast alles. Also ein Mensch, der nicht in der Lage ist zu sagen, was passiert mit einem BT-Mais, wenn er an Kühen gefüttert wird,
Und dann behauptet er, würde ja nur von Insekten was verstehen, also nur von Raupen. Der glaubt dann in der Lage zu sein, eine Lösung für den Hunger auf der Welt darzustellen. So, wie kann so ein Mensch sich zum Hunger in der Welt äußern? Also genau dann ist es umgekehrt. Dann hat einer Meinung zu allem, was er nicht weiß. Und das wird dann wiederum als Wissenschaft akzeptiert. Also eine ganz einfache Meinung von einem Wissenschaftler, der sich mit Raupen beschäftigt. Also diese Meinung über Hunger wird akzeptiert, zum Beispiel. Oder dann sagen sie, dass die Bauern aussterben würden. Das sagt man schon seit Hunderten von Jahren. Und die gibt es immer noch. Und wenn sie nicht geben würde, hätten wir vielleicht gar keine Nahrungsmittel in Brasilien. Denn 87% unserer Nahrungsmittel werden von diesen Menschen produziert, die eigentlich schon ausgestorben werden sollten, sein sollten, also die es gar nicht mehr geben würde. Und dass man dieses Menschen so betrachtet, als ob es Menschen wären, die kein Wissen haben. Mit diesem Satz, jeder Bauer kann es verstehen. Oder du Bauer. Ja. Das ist ja das Gegenteil vom Wissenschaftler. Ne? Das ist für mich einer der Einsätze oder Ansätze, was in letzter Zeit bei uns ganz wichtig ist, Wissen so zu entwickeln, dass man die bäuerliche Landwirtschaft stärken kann. Und dadurch nicht nur die bäuerliche Landwirtschaft, sondern dass man dadurch es schafft, die Landschaft zu erhalten, ein Gleichgewicht in der Natur zu haben, und Nahrungsmittel produzieren kann, die nachhaltig produziert werden können und die gesünder sind, als die, die wir durch die Industrialisierung der Landwirtschaft geschafft haben. Das heißt aber auch zu verstehen, dass die Landwirtschaft nicht industrialisiert werden kann, so wie in anderen Bereichen in der Gesellschaft. Denn die ist abhängig von der Natur. In der Industrie haben wir diese Abhängigkeit ausgeklammert. In der Landwirtschaft geht es nur, wenn wir mit der Natur übereinstimmend arbeiten. Und diese Art von Wissen haben wir fast nicht entwickelt. Und wie erklärt man das den Großbauern? Ja, und dann ist es auch noch so, dass man ja glaubt, ein Bauer ist der Gegner des anderen, was mit der Geschichte der Bauernschaft wenig zu tun hat. Denn der Bauer hat ja immer noch diese Gewohnheit, mit den Nachbarn das Wissen zu teilen. Das ist so etwas von Unkapitalistisches, ne? Dass man das, was man entdeckt, gleich teilt. Und nicht nur teilt, weil man glaubt, man hat es erfunden, sondern es hat ja mit einer Gemeinschaft zu tun, die nach vielen Jahren Praxis es entdeckt hat. So gehört das zu dieser Gemeinschaft. Also auch das Saatgut, das da entwickelt wurde, diese Sorten, die gehören dieser Gemeinschaft. Dann kann nicht einfach ein Konzern kommen und macht mal Sorten, die jahrhundertlang produziert werden und die besten sind nach diesen Bedingungen, die man vor Ort hat, und macht sie herbizidresistent oder insektenresistent und dann sagt, ja, das gehört jetzt einem bestimmten Konzern. Das ist Raub an Wissen eigentlich. Und wenn ein Bauer in der Lage ist, die Sorten aufzugeben, die in dieser Gemeinschaft eigentlich entwickelt wurden in Jahrzehnten, Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden, zum Beispiel Mais aus Mexiko und Soja aus China, dann gibt er es auch auf, an der Wissensentwicklung teilzuhaben. Und dann hört er auch auf, Bauer zu sein. Das ist dann vielleicht auch die nächste Stufe. Denn es ist ja so, dass man in der Landwirtschaft mehr für Produkte bekommt, wenn sie mehr wert sind. Der Wert aber wiederum von der Arbeit geschafft wird, die im Einklang mit dieser Natur stattfinden muss. Wenn man das schaffen will, dann muss man ja mehr Wissen in die Arbeit stecken. Ne? Also eine Arbeit, die mehr Wissen braucht, als einfach nur Glyphosat zu spritzen, sage ich mal. Also wenn ein Bauer sich umwandelt in einen Traktorfahrer, dann braucht man kein Wissen mehr. Das kann ja jeder. Das bringt man einem ganz einfach bei. Aber noch schwieriger ist dann, wenn dieser Bauer sich arbeitslos macht und sich darüber freut. Also eher sich selbst vernichtet als Beruf, sozusagen. Und glaubt, Großbauer zu werden. Also es kann ja nur sein, dass einer es schafft und vielen aufhören müssen. Sonst müssten wir ja immer zunehmend Land produzieren.
Also dann müsste man mehr Hektar Land jedes Jahr haben in einem Land wie Brasilien. Es geht ja vielleicht noch in manchen Teilen der Welt. Aber irgendwie ist es eine Ressource, die begrenzt ist. Das geht nicht, dass jeder Großbauer wird. Wenn jeder in Brasilien 280.000 Hektar mit Soja anbauen würde. Das ist so das Extreme. Der größte Sojaproduzent der Welt macht das. Aber das kann doch nicht jeder. Das ist so ähnlich wie wenn man läuft. Es gibt da 10, die laufen und es gibt nur einen ersten Platz. Und warum laufen die 10? Die 10 laufen, einer bekommt den ersten Platz und die anderen 9 glauben, die seien selber schuld. Wenn es schon von vornherein bestimmt ist, dass nur einer es schafft. Also dieses Konkurrenzdenken hängt dann auch damit zusammen. Und das führt dann dazu, dass jeder ja immer der Schnellste sein muss. Also der Schnellste hat dann die Chance. Und hier haben die Ersten im Süden Brasiliens es geschafft, die Risiken zu tragen. Nach 10 Jahren Risiken, die die Kleinbauern im Süden getragen haben, haben die Großbauern geschaut, was da so passiert, und sind jetzt in der Lage, gentechnikfrei zu produzieren. Wir haben von den 81 Millionen Tonnen Soja pro Jahr 16 Millionen Tonnen gentechnikfrei. Das könnte vielleicht für ganz Europa ausreichen. Wir haben immer noch mehr Produktion in Sicht, denn in den nächsten 10 Jahren soll nochmal 10 Millionen Tonnen mehr Soja produziert werden. Das heißt, wir können es auch nochmal anders umstellen in Regionen, in denen es Sorten gibt. Weil diese Erfahrung wurde jetzt deutlich. Es ist teurer, es produziert weniger, also weniger Erträge, mehr Pestizideinsatz. Was soll's? Warum sollte man das machen? Das Problem ist jetzt hier herauszukommen. Wie kommt man aus dieser Falle oder aus dieser Sackgasse raus, die von Wissenschaftlern produziert wurde? Dann haben wir eine Antwort bei uns, die vielleicht die tollste ist, die man sich wünschen kann. Ich dachte ja mal immer, als ich in Linz nicht mehr weiter zu dem Thema studieren konnte, weil es der Universität nicht interessierte, dass ich vielleicht in Brasilien ein Forschungsprojekt zu dem Thema mache. Und ich hatte 2009 die Gelegenheit, in einer Gründungskommission sein, die eine ganze Universität aufbaut, die sich mit nachhaltiger Landwirtschaft beschäftigt. Vielleicht ist das einmalig auf der Welt. Ich möchte aber ganz optimistisch darüber berichten, weil nicht nur, weil wir auch einen Studenten hier haben, die Rosi hat dafür gesorgt, wo ist unser Student, also aus München, Jaderson Webler heißt er, ist er da im Raum? Ist jetzt gerade raus. Er ist jetzt in München und ist im Austauschprogramm dieses Programms Wissenschaft ohne Grenzen. Die brasilianische Regierung zahlt ein Jahr Stipendien für Studierende, ins Ausland gehen. Wir haben derzeit 8.000 Studierende in einer Universität, die an der Grenze zu Argentinien liegt. Gerade da, wo die Kleinbauern immer noch weiter existieren. Und wir haben uns völlig auf nachhaltige Landwirtschaft hier umgestellt. Also es ist die erste brasilianische Universität, die sich ausschließlich mit ökologischer Landwirtschaft beschäftigt. Und es schafft, ein Angebot an 43 Studiengänge zu ermöglichen in 4 Jahren, in der jetzt sie aufgebaut wird. Es geht hier darum, die Forschungspolitik vor Ort zu bestimmen. Vielleicht ist das deswegen auch so einmalig. Wir haben hier die Bauern im Aufsichtsrat der Universität. Und bis wir zu 10 Forschungsschwerpunkte gekommen sind, haben wir eine riesige Konferenz im Jahr 2010 organisiert, die jetzt im nächsten Jahr wiederholt wird, die 6.000 Menschen daran beteiligt hat, diese Forschungsthemen zu bestimmen. Also ökologische Landwirtschaft, erneuerbare Energien, Genossenschaftswesen, präventive, ganz zeitlich entwickeltes Gesundheitswesen oder präventives Gesundheitswesen, Menschenrechte, Ernährungswissenschaft, die dann verbunden ist mit dieser lokalen Vermarktung. Ein anderen Bereich, der vielleicht hier nicht so diskutiert wird, aber bei uns eine sehr wichtige Rolle spielt, das ist diese
Süßwasseringenieur, Wissenschaft oder Ingenieurwesen. Also, dass man auch nicht nur Rindfleisch oder sowas produziert, was die Geschichte Brasiliens und Argentiniens sehr stark bezeichnet, sondern dass wir auch auf anderen Produkten Wert setzen, die man vor Ort produzieren kann. Also eine diversifizierte Landwirtschaft ermöglichen. Das alles kombiniert in einem großen Konzept von Wissenschaft, das völlig unabhängig ist von Agrarkonzepten. Das heißt, dass wir nicht nur ein Institut haben, das unabhängig forscht. Das war mal ein Wunsch in Europa, dass man in jeder Universität wenigstens ein Institut hätte, wo man unabhängig forschen kann. Bei unserer Universität gibt es 600 Professoren und es gibt kein Drittmittelgeld. Die sind ausschließlich von öffentlichen Geldern bezahlt und es gibt keinen Nebenjob hier. Also das ist schon mal einmalig nochmal für die Geschichte, dass wir hier unabhängig Wissenschaft produzieren können. Und in dem Konzept steckt es ja auch drin, das ist die erste Universität Brasiliens, die von unten aufgebaut wird, durch einen Zusammenschluss der Via Campesina, das ist der größte Bauerverband der Welt, mit Vertraf Sul, das ist der Verband der südbrasilianischen Bauerngewerkschaften. Wir haben es geschafft, ein Konzept durchzusetzen, in dem nicht nur Wissen produziert wird und dann wieder transferiert wird, also dieses Wissenstransfer, das zur Abhängigkeit führt, sondern wir versuchen es so weit wie möglich auf Betrieben von Bauern Wissen zu entwickeln. Das heißt, Bauern zum Wissen schaffen zu bringen, also aus Bauern Wissenschaftler zu machen, indem man es zunächst anerkennt, dass aus der Erfahrung viel Wissen entwickelt wurde und dass man aus dieser Erfahrung weiter forscht, um die natürlichen Bedingungen vor Ort so zu verstehen, dass man in der Lage ist, technische Lösungen zu entwickeln und nicht nur einfach da anzubieten. In der portugiesischen Sprache gibt es da eine Redewand, man könnte sagen, Assistência Técnica, das heißt Agrarberatung, das ist ja, was wir brauchen und wir müssen das auch umstellen. Also Agrarberatung, die auf nachhaltige Entwicklung basiert, auch vom Konzept her, wie man Wissen entwickelt, anders als Insistência Técnica. Insistência Técnica heißt, wenn man Bauern davon überredet, Produkte zu kaufen, die sie gar nicht brauchen. Das hatte ich vor ein paar Jahren auch, also Anfang der 90er Jahre, wurde ich ausgebildet für die Insistência Técnica, sage ich mal, als Giftverkäufer ausgebildet. Und das ist, was wir am meisten haben. Also wir haben fast nur Giftverkäufer, wir haben selten Agrarberater. Agrarberater, die auch in der Lage sind, die soziale Frage mit der ökologischen Frage auf dem Land zu verbinden. Und dann auf regionalen Produkten zu setzen. Und das ist für uns derzeit sehr günstig in Brasilien, weil wir von Seiten der Regierung ein paar wichtigen Programme haben, die auch vielleicht nur bei uns so zu sehen sind. Also zunächst das Programm Null Hunger, das ist ja ganz bekannt. Dadurch ist auch der erste Leiter des Programms Null Hunger, José Graziano da Silva, Sprecher der Welternährungsorganisation geworden, weil Brasilien vielleicht das einzige Land auf der Welt ist, wo Regierungsprogramme den Hunger verminderten, also reduzierten, sodass 23 Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln versorgt werden. Und das wird von der Regierung aufgekauft. Und das Neue daran ist jetzt kombiniert mit einem anderen Programm, das heißt Mais Alimentos, also mehr Nahrungsmittel von Brasilien, wird es lokal, regional von den Bauern gekauft, die es dort produzieren mit Preisgarantie. Also sie werden sozusagen von der Marktwirtschaft herausgenommen und die Regierung versucht durch diese Art Produktion, die wir ja noch gar nicht in so einer Menge haben, um 23 Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln zu versorgen, dass es immer noch Bauern gibt, die selbst Lebensmittelpakets bekommen, anstatt selber sich zu ernähren. Also da rauszukommen aus dieser Geschichte, dass die Landwirtschaft nur als soziales Programm gesehen wird und nicht als wirtschaftliches Potenzial, ist dann auch mit einem anderen Programm jetzt verbunden, das ist so das nationale Programm zur Förderung der nachhaltigen Landwirtschaft. Und dann geht es besonders um Wissen. Also
Es wird vorgesehen von der brasilianischen Regierung, die hat jetzt 3 Milliarden Euro in dieses Programm gesteckt, um bei der Produktion zu helfen, mit Mikrokrediten zum Beispiel, bei der Entwicklung von Wissen, mit dem Ausbau neuer Universitäten und Einrichtungen und drittens auch mit der Vermarktung. Das hat dann damit zu tun, dass man auch davon ausgeht, dass ja die Produktion von den Bauern, die jetzt lokal vor Ort produziert wird, so zunehmen muss, damit wir in der Lage sind, das Land selbstständig zu versorgen. Also wir haben immer noch Importen an Schwarzbohnen zum Beispiel, das ist die Grundlage der brasilianischen Ernährung. Und wir haben Überschüsse bei Soja, was wir gar nicht selbst brauchen. Also diese Agrarexportgeschichte dann auch so umzudrehen, dass man vor Ort diversifiziert, im Einklang mit der Natur in der Lage ist, Nahrungsmittel zu produzieren in einem Land, wo es die meisten Ressourcen gibt eigentlich. Also so viel Land, so viel Boden, so viel Naturressourcen, so viel Vielfalt und so viel Bauern. Wenn man das zusammenbringt, dafür bräuchten wir derzeit 200.000 Agrarwissenschaftler, nur um dieses Programm, Null Hunger zum Beispiel, damit zu unterstützen. Wir schaffen es im nächsten Jahr, 200 Studierende zum Abschluss zu bringen. Das ist ja viel zu wenig. Wir haben mal gerechnet, wie lange wir brauchen, bis wir alle diese Studierenden da mit solchen Abschlüssen haben. Das hängt dann auch wiederum damit zusammen, dass wir mit diesem Konzept der Solidarwirtschaft arbeiten. Das heißt, dass wir den Weg des Bauerns direkt zum Verbraucher schaffen. Und wenn wir in Brasilien behaupten, dass 87% unserer Nahrungsmittel von Kleinbauern produziert wird, dann können wir ja davon ausgehen, dass diese Bauern reich sind. Ne? Dann gibt es etwas inzwischen, was das Ganze immer verhindert. Ja? Also diese Vermarktungskette, und dass wir dann möglichst auf direkte Vermarktung setzen, heißt dann auch, dass wir Produzenten mit Konsumenten in einem Verein, also zusammenbringen in diese Art Solidarwirtschaft. Das heißt auch, dass wir dann vor Ort es schaffen, dass Bauern mehr von Nahrungsmitteln bekommen, die gesünder sind als die bisher produzierten, nicht nur gesünder sind, sondern auch ökologischer produziert werden und dass wir in der Lage sind, zum Beispiel alle öffentlichen Einrichtungen mit diesen Produkten im ganzen Land zu produzieren. Also das Gesetz sieht vor, dass 30% zum Beispiel der Nahrungsmittel an Schulen von diesen Bauern gekauft wird. Wir haben nicht so viel Produktion derzeit, deswegen ist es 30%. Wir wollen uns an unseren Kantinen und Mensas an der Universität 100% von diesen regionalen Produzenten aufkaufen. Von allen Einrichtungen, Gefängnisse, alles, was es an öffentlichen Einrichtungen gibt. Ich habe gehört, dass in manchen Ländern Europas Nahrungsmittel an Schulen aus China importiert werden. Also anstatt, dass man es regional so aufbaut, dass die Produktion direkt von den Produzenten an die Konsumenten geht. Und diese Art, diese Konzepte durchzusetzen, braucht dann wiederum ganz viel Wissen. Also dieses Wissen umzusetzen, hat dann mit einer ganz anderen Vorgehensweise zu tun, die dann fachübergreifend gestaltet wird. Also wir wollen da auch keine agrarökologischen Fachidioten produzieren. Die gibt es ja auch, ne? Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Aber es gibt immer wiederum Wissenschaftler, die ein paar Lösungen entwickeln können, die wiederum zur Abhängigkeit der Bauern führen. Das gibt es auch. Also das wollen wir ja nicht. Um gegen diese Abhängigkeitskette oder Denkweise vorzugehen, versuchen wir vom Beginn an des Wissens, also schon beim Aufbau der Universität, Menschen zu beteiligen, die da auch die Erfahrung haben. Das ist vielleicht etwas, was wir gar nicht so berücksichtigen in Europa, aber bei unserer Universität sind 87% der Studierenden die erste Studierende, also die erste Generation von Familien, die zur Hochschulausbildung kommen. Ich komme auch aus dieser Situation. Also ich bin der erste meiner Familie, die erste Generation, die Zugang zur Hochschulbildung hat. Und in Brasilien sind von
Also diese 18 bis 24 Jahre alte Studie, also die Jugend zwischen 18 bis 24 Jahren, da gibt es nur 18% davon, die Zugang zur Hochschulausbildung haben. So dagegen zu wirken, ist so ein riesiges, eine riesige Aufgabe oder ich würde sagen Herausforderung, dagegen zu wirken, dass man Menschen auf dem Land bei der Entwicklung von Wissen so aufnimmt, dass sie selbst in der Lage sind, die Landschaft, also die Forschungslandschaft der Universität zu gestalten. Und nicht nur beim Aufbau, sondern permanent. Also die ganze Zeit, denn wir werden ja auch bei uns, so wie bei allen anderen, wiederum damit zu tun haben, dass Professoren immer wieder auf die Idee kommen, dass sie ja eigentlich die Forschungspolitik bestimmen sollen. Und dann haben wir wieder dasselbe Phänomen, das mit der Gentechnik zu tun hat. Also die Menschheit aufzuteilen in einen Teil, der weiß und auch Wissen entwickelt und anderen, die passiv das alles akzeptieren und dadurch auch abhängig werden. So, das ist vielleicht das Entscheidende, was bei uns da stattfindet. Ich sage es aus meiner Erfahrung, vielleicht ist das das Sinnvollste überhaupt, aus der Abhängigkeitsfalle der Agrogentechnik herauszukommen. Denn wir werden in dieser Vorgehensweise nur neuen technischen Problemen haben, mit denen wir vielleicht gar nicht mehr zurechtkommen. Ich bin ja einer der Wissenschaftler, die davon ausgehen, dass viele Wissenschaftler hier gar nicht wissen, was sie da tun. Denn man kann ja auch eine andere Vorgehensweise haben, indem man sich es vorstellt, dass sie es wissen. Es ist auch logisch. Vielleicht wissen es auch ein Teil davon. Aber nicht, dass jetzt jeder Wissenschaftler, der hier forscht, genau weiß, wohin das führt. Er glaubt ja eher daran oder wünscht sich, dass diese Vorgehensweise uns wieder zu neuen technischen Lösungen bringt. Das ist die Aussage der meisten Wissenschaftler. Wenn sie mit den Resistenzen hier konfrontiert werden, anstatt sie zu verstehen, kommen sie wieder auf die Idee, dass man das sowieso wieder in den Griff bekommt. Und diese vielleicht etwas unlogische Vorgehensweise von Wissenschaftlern, die eher auf Wünschen basiert als auf Erfahrung, führt ja dazu, dass wir zunehmenden Problemen schaffen. Oder zusammengefasst, dass wir gentechnisch verschlechterte Sorten entwickeln. Und das ist vielleicht so formuliert auch polemisch, weil man glaubt, alles, was später kommt in der Wissensentwicklung, sei besser. Oder man setzt es voraus, dass das Letzte, was es gegeben hat in der Technikentwicklung, auch das Beste sei. Das glaubt man auch so, weil es ein Fortschrittsdenken gibt, das darauf basiert, dass immer das Letzte besser ist als das Vorletzte. Und es kann auch umgekehrt sein. Es kann sein, dass es Dinge auf der Welt gibt, die nicht linear besser werden, sondern wir können auch Rückschritte erleben. Das hatten wir auch bei der Atomenergie zum Beispiel, das ist ein Rückschritt. Wir können das auch beim BSE-Skandal wieder erkennen, auch wenn es Wissenschaftler gegeben hat, die sich sicher waren. Und das ist vielleicht das unwissenschaftlichste Wort überhaupt. Wenn ein Wissenschaftler sagt, dass er sich sicher ist, dann hat das mit Wissenschaft nichts mehr zu tun. Denn Wissenschaft hat immer mit Wahrscheinlichkeit zu tun, nie mit Sicherheit. Und wenn man sich sicher ist, dann glaubt man eher dran, als man Studien hat, worauf man basieren kann. Also ich könnte jetzt hier auch weiterreden und genau das widersprechen, was ich gerade sagte. Also dass das Publikum abhängig wird von dem, was hier von mir gesagt wird, dass sie an alles das glauben, was ich hier erzähle, und nicht zum Nachdenken oder zum Umdenken kommen. Vielleicht ist auch das, was anders formuliert, mit Wissenstransfer gemeint ist, was ich ja vorher kritisiert. Also ich bin froh, wenn ich bei jedem Vortrag Anregungen bekomme, die mich auch wieder darum bemühen, dass ich mich wieder darum bemühen muss, allen der gestellten Fragen zu notieren, und ich habe das auch bei meiner ganzen Forschungsarbeit so getan, dass ich versuche, immer wieder meine eigene Theorie in Frage zu stellen. Weil die Theorie, die ich hier vertrete, bin ich mir auch sicher, ich hoffe mir ja,
dass das alles, was ich aus meiner Geschichte beim Forschen in der Gentechnik, dass das alles falsch ist. Ich hoffe mir das. Also es wäre ja besser für die Welt. Aber ich muss auch sagen, ich habe nach meiner Erfahrung nur feststellen können, dass es bei der Gentechnik keine Vorteile gibt, außer Vorteile für ein paar Konzerne und von denen, die davon abhängen. Das wird mir immer wieder gefragt. Sie haben jetzt nur von Nachteilen gesprochen. Wo sind dann die Chancen? Also ich sehe da schon Chancen. Aber dann muss man fragen oder sagen, für wen denn? Also für die Mehrheit dieser Menschen, die essen müssen, und das sind ja alle, oder für Wissenschaftler auch, die unabhängig forschen möchten, für Bauern, die in der Lage sind, anders zu produzieren, aber immer wieder daran verhindert werden, für die Mehrheit der Menschheit gibt es hier keinen Vorteil. Und ich weiß auch nicht, wo die Erwartungen noch liegen würden. Vielleicht gibt es dann auch eine Erwartung, dass man Produkte oder Sorten entwickelt, die so in der Lage wären, sich besser anpassen zu können an die Veränderung der klimatischen Bedingungen. Zum Beispiel, es gibt ja Menschen, die hoffen, dass wir Sorten entwickeln würden, die eher resistent wären gegen Trockenheiten oder resistent wären gegen salzigen Boden oder vielleicht sogar höhere Erträge haben könnten. Das sind aber alles Vorstellungen, die mit der Erfahrung der derzeitigen Gentechnik nichts zu tun haben. Das sind nur Vorstellungen oder das sind Erwartungen, die man mit einem Konzept verbindet, was man von diesem Konzept ja gar nicht erwarten kann. Also von vornherein zu denken, dass die Veränderung der Struktur eines Genoms oder des Erbgutes dazu führen könnte, dass man dadurch angepassten Pflanzen schaffen würde, das würde die Erfahrung widersprechen, die wir bisher haben, dass die Pflanzen, die durch diese Methode entstanden sind, immunschwach sind. Also man kann von diesen Pflanzen nichts anderes erwarten, als dass sie selbst von der Natur angegriffen werden. Also dass es Reaktionen gibt, die wir kennen, in der Wissenschaft ernster nehmen sollten und vielleicht auch ein Stückchen Verantwortung haben sollten. Also ich habe immer dafür plädiert, dass Wissenschaftler kein Recht auf Kontamination haben. Das heißt, wenn in einer Region versucht wird, mit gentechnisch veränderten Sorten einfach zu forschen, dann muss man das auch regional entscheiden, ob die Bevölkerung diese Risiken tragen möchte. Man kann nicht einfach aussehen, in manchen Ländern ist das sogar geheim, so wie fast allen Studien von den Agrarkonzernen, die zur Zulassung führen, geheim bleiben. Und man behauptet immer wieder, es sei ein Fortschritt für die Wissenschaft, wenn man gar keinen Zugang mehr hat zu diesen Studien. Also dann müsste man ja andersrum formuliert sagen, man könnte von diesen Sorten nichts anderes erwarten, als dass sie zu mehr Abhängigkeit führen. Und wenn die Bevölkerung vor Ort nicht abhängiger sein will, dann muss sie darüber entscheiden. Leider ist es so, dass es auch ein Demokratiedefizit gibt, also dass es möglich ist, auch in der sogenannten repräsentativen Demokratie eine Minderheit im Parlament zu haben für die Interessen der Mehrheit. Oder anders formuliert, eine Mehrheit in Parlamenten und in Kommissionen zu haben, die das Gegenteil von dem widerspiegeln, was eigentlich das Interesse der Mehrheit ist. Dass das so geschaffen wird, haben wir ja gelernt. Und wir haben in Brasilien immer so ein schönes Sprichwort dazu. Wir glauben ja nicht an Regierungen. So grundsätzlich nicht, vielleicht weil wir noch nie eine Regierung hatten, die tatsächlich die Mehrheit der Interessen widerspiegeln könnte. Auch nicht diese derzeit, denn das ist ja eigentlich eine Koalition mit Großgrundbesitzern, der man versucht, die Spielräume so zu nutzen wie keine vorher. Aber es ist immer noch eine Regierung, die nicht die Mehrheit der Gesellschaft anerkennt oder wenigstens darstellt, wie sie in der Gesellschaft auch verankert ist. So sagen wir immer, Regierungen werden fast so wie ein Bohnentopf funktionieren. Also sie können nur im Interesse der Mehrheit regieren, wenn richtig von unten aufgeheizt wird. Und dieses Aufheizen ist vielleicht auch eine der großen Fragen hier, denn es hat immer wieder Menschen gegeben, die sich gegen Entwicklungen gewehrt haben.
Vielleicht bin ich hier in einer Region, die so viel in der Geschichte sowas erlebt hat. Also, dass man sehr viel Wert auf Freiheit legt, auf freien Bauern, auf Bauern. Ich müsste jetzt nicht sagen freien Bauern. Also jeder Bauer ist ja eigentlich mit Freiheit verbunden, indem er einer der wenigen Berufe ist, ne, auf, gleichzeitig auf Arbeit und Kapital basiert. Also er kann, auch wenn in anderen Bereichen immer ein Beruf abhängig ist, zum Beispiel ein Mensch, der Schuhen macht, ne, der muss so viel Schuhen verkaufen, dass er in der Lage ist, alles andere zu kaufen. Ne. Ein Bauer schafft es ja, trotz vielen Schwierigkeiten, die die Natur bringen kann, zu überleben. Er kann das Wichtigste zum Überleben selbst produzieren. Und dadurch schafft er auch ein Stück Freiheit, wie er auch mit den anderen Ressourcen umgeht. Also so gesehen, glaube ich, ist es nicht umsonst, dass in der sogenannten Alpenregion der Widerstand nicht nur begonnen hat, auch noch am stärksten ist. Und dass man das vielleicht auch mit Erfahrungen von anderen Teilen der Welt verbinden kann. Ich habe immer so dargestellt, Europa muss nicht wiederholen, was in Brasilien nicht funktioniert. Und man muss nicht alles wiederholen, um zu sehen, ob es hier vielleicht genauso geht. Also man braucht hier nicht den Mais 1507 anbauen, wenn man in Brasilien schon seit 2008 anbaut und man hat die Probleme, die man hier auch erwarten kann. Man braucht hier keine herbizidresistenten Sorten anbauen, die man schon in anderen Teilen der Welt kennt. Also es gibt keine neue Sorte, die man hier vielleicht als Wunder verkaufen könnte. Die letzte hieß Amflora. Das war so ein Produkt, wo man gehofft hat, es sei eine Kartoffel, die mehr Stärke produziert. Und BASF hat sich damit blamiert, weil diese Kartoffel viel weniger produziert als alle anderen Sorten von Kartoffeln. Also so hat man sich auch mit Monat 110 in Afrika blamiert. Man hat sich weltweit mit gentechnisch veränderten Pflanzen blamiert. Und jetzt will man wieder das Ganze schmackhaft machen mit einem sogenannten Handelsabkommen. Und das wird dann wiederum entschieden von Regierungen, die, glaube ich, nicht so das Interesse der Mehrheit der Gesellschaft widerspiegelt. Und deswegen ist es für mich wichtig zu sagen, als Wissenschaftler hat man auch eine Verantwortung. Und ich freue mich immer, wenn ich in Deutschland so ein Stückchen Verantwortung ja teilen kann, das mir möglich wurde, weil ich ja durch Entwicklungsgelder die Chance hatte, hier zu promovieren. Und halte das auch für sehr wichtig, dass man da einen Beitrag für die Gesellschaft leisten kann. Oder sollte. Ne? Also ich freue mich auf die Diskussion, vielleicht ging das hier alles viel zu lange, aber immer wenn ich merke, dass die Leute so genau zuhören, dann heißt es ja, es könnte sein, dass alles verstanden wurde. Ich freue mich darüber, wenn es verständlich war. Ich freue mich auch darüber, wenn es Kritik gibt, wenn es Anregungen gibt und ich stehe weiter zur Verfügung. Vielen Dank. Professor, danke für seinen Vortrag. Er ist jetzt der dritte Spezialist auf dem Gebiet, den wir hier hören dürfen, weil wir haben schon mit Vandana Shiva unsere größeren Tagungen gehabt und mit Percy Schmeiser. Aber ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der mit so derartig viel Geduld und vornehmer Zurückhaltung über dieses Thema gesprochen hat wie er.
Und deswegen, glaube ich, hat es ganz besonders gewirkt. Weil hinter dieser Geduld und Zurückhaltung hat man gemerkt, was für ein Tiger an Gefahr dahinter uns steht. Etwas hat mir gefehlt in der Darstellung der Agrogentechnologie, und das ist ihre Wertigkeit gegenüber unserem größten Schatz, nämlich unserem Boden. Agrogentechnologie in jeglicher Art und Weise hat mit Gift zu tun, das dazu führt, dass unser Boden zur Wüste wird. Genauso wie der übermäßige Kunstdüngereinsatz. Denn die Definition der Wüste laut den Vereinten Nationen heißt, es ist der Boden ohne makro- und mikrobiologisches Leben. Und das ist der klassische Boden der Agrogentechnologie. Kein makro- und mikrobiologisches Leben, weil diese Tiere sind vergiftet. Und wenn Sie sagen, man weiß nicht, was der Genmais im Magen einer Kuh macht, dann muss ich sagen, man weiß es schon. Denn im Pansen wird durch das Gift des BT-Maises die natürliche Verdauungsflora der Kuh vernichtet und die Kuh stirbt, egal was sie frisst. Und das passiert mit uns Menschen wahrscheinlich auch, wenn wir mehr und mehr von diesen Stoffen essen. Wir wissen ja, dass durch die Segnungen der Lebensmittelindustrie im menschlichen Bereich es nicht nur zu einer eklatanten Zunahme der Allergien unserer Kinder kommt, sondern auch zu einer unglaublich großen Zunahme an Infertilität. Ein Drittel der 17- bis 27-Jährigen dieser Welt im städtischen Bereich ist steril, rettungslos steril, weil ihre Keimzellen bei Männchen und Weibchen kaputt sind. Durch das, was uns im Supermarkt als Leckerli und auch als Grundnahrung angeboten wird von einer entmenschten Lebensmittelindustrie. Und wenn Sie von Gentechnologie und Agrogentechnologie sprechen, dann ist der Haupttäter die USA. Nicht, weil die USA an sich als Menschengut böse ist, sondern weil dort Firmen und Politiker und Organisationen sitzen, denen nur eines heilig ist, und das ist der Mammon, die Segnungen der Wall Street und Macht über den Rest der Welt. Darum sind die Vereinigten Staaten der einzige wirkliche Schurkenstaat auf dieser Welt und nicht Nordkorea und nicht China und nicht Pakistan und nicht Iran. Wenn ich als Firma Monsanto einen Tresor des jüngsten Gerichts brauche, weil ich selber weiß, dass mein Saatgut jeweils im Zyklus von 10 Jahren unfruchtbar wird. Ich habe aber das gesamte andere Saatgut vernichten lassen in einer Region, dann muss ich als Firma Monsanto auch wissen, dass ich hinsichtlich der Ernährung der Weltbevölkerung lediglich lüge. Und zwar so lüge, dass hinter der Lüge nur mein eigener Profit und in wenigen Generationen meine Macht als Welternährer steht. Und dazu gehören auch Pioneer und Syngenta. Syngenta ist zwar eine Schweizer Firma, aber sie hat trotzdem tatsächlich amerikanische Aktionäre. Die Agrogentechnologie wird dazu führen, wenn wir uns nicht wehren, dass wir irgendwann einmal kein natürliches Lebensmittel mehr haben, sondern nur mehr analog Käse und Ähnliches essen können. Und dann, wo soll das neue Saatgut herkommen? Wir haben es nur, wenn wir unser eigenes verteidigen und nicht uns von einer völlig verrückt gewordenen EU-Kommission verbieten lassen, dass wir das Saatgut, das wir selber im Garten gewinnen, auch nächstes Jahr verwenden dürfen oder unserem Nachbar ausborgen dürfen. Drum, Höflichkeit hat hier keinen Platz, auch Zurückhaltung nicht. Es geht nur mehr im selben Ton, wie die Amerikaner uns entgegentreten, mit brutaler Macht gegen sie kämpfen. Entschuldigung, dass ich Sie gestört habe. Ja, mein Name ist Gottfried Böckner. Ich war ja schon hier zur Vortragsveranstaltung.
gesagt haben, das ist nicht ganz selbstverständlich. Und ich, mir ist es ein Anliegen, dass ich bei allen bedanke, die mir immer wieder zugehört haben, die auch öfters auf meine Veranstaltung gekommen sind. Denn letztendlich ist es dadurch möglich geworden, dass ich weltweit unterwegs sein kann und jetzt eigentlich das Highlight erlebe von allem, was ich mir vorgenommen habe. Nämlich Einladung zum Beispiel nach Moskau über die russische Regierung und nach Peking im kommenden Jahr. Sodass nach 10 Jahren Vortragsreise ich jetzt in der glücklichen Lage bin, keine juristischen Auseinandersetzungen mehr zu haben. Das heißt, es liegt alles an Ort und Stelle und wird entschieden und es wird so entschieden, wie es sich gehört, wie es richtig ist, wie es der Wahrheit entspricht. Alles hat seine Zeit und alles ist nur möglich geworden dadurch, dass man mir zugehört hat, dass man über mich gelesen hat, dass man über mich berichtet hat, dass man es weitergetragen hat und dass man sich nach mir erkundigt hat. Und das ist für mich das Größte, was es gibt eigentlich, diese Unterstützung zu erfahren, die ich immer gespürt habe und die immer da ist. Und dafür möchte ich einfach nur Danke sagen. Wenn Fragen sind, stehe ich nachher auch noch zur Verfügung. Ich bin da, ich bin bis Freitag noch in Österreich unterwegs und bin froh und dankbar, dass es diese Menschen gibt, die zuhören und die da sind und einfach nur da sind. Weil mehr bin ich auch nicht. Ich alleine hätte es nie schaffen können, Weltkonzerne aus Europa zu verdrängen, den Riegel vorzuschieben vor Freihandel, vor unbegrenztem, unüberlegtem, ungeprüften, freien Handel weltweit. Das ist meine Aufgabe, die ich jetzt ausführe, das ist mein Auftrag, den ich jetzt habe. Und den werde ich genauso ausführen können, das Gespür habe ich dafür, wie es mit der Technologie war. Weg mit der Technologie aus Europa, aus der Schweiz raus. Russland war mein Gedanke, der ist mir gekommen in der Haftanstalt 2006, als ich inhaftiert war. Da war mir klar, Russland ist einfacher und viel wichtiger. Seit 2009 bin ich mit Russland in Arbeit zusammen, seit 2011 internationale Konferenzen mit Russland, 2013 in Moskau, nachdem er mir vorher gesagt hat, bleib aus Russland draußen, die Justiz hat mir das verboten, und dann das nächste Highlight mit China und so weiter und so fort. Und das geht seinen Weg, das geht seinen Weg und es geht seinen Weg, weil es von allen mitgetragen wird. Und das ist das Entscheidende. Ich alleine bin nichts, aber wir alle zusammen sind sehr viel. Und das spüre ich. Sie können davon ausgehen, ich spüre es immer wieder und ich bin nur dankbar für diese Unterstützung. Das ist das Größte, was es geben kann. Und das, was ich jetzt erlebe, das ist unvorstellbar. Das ist Sieg auf ganzer Linie. Und das kann man sich erhoffen, wünschen, träumen. Nur Dankbarkeit. Dankbarkeit, Dankbarkeit an jeden Einzelnen, der das, der mit dazu beigetragen hat. Und ich wünsche dem Abend einen guten Verlauf. Das ist so interessant. Hat noch jemand eine Frage? Bitte. Ja, ich hätte eigentlich 2 Fragen. Und zwar möchte ich einmal wissen, also Sie haben von Ihrer Universität berichtet und ich kann mir vorstellen, dass in Brasilien in vielen landwirtschaftlichen Familien die Kinder eine relativ geringe Schulbildung haben. Was tun Sie da, dass die dann halt auch einen Zugang zur Universität haben? Ich denke, das ist wichtig, dass man das in die Breite tragen kann. Und das Zweite, was mich mal interessieren würde, also für Argentinien gibt es ja Untersuchungen, dass das Glyphosat zu Missbildungen bei Neugeborenen führt. Wie ist das in Brasilien und wie ist da halt auch der Umgang mit der Bevölkerung mit diesem Problem? Ja, zunächst möchte ich mich bei Ihnen und bei Gottfried Glückner bedanken für die Kommentare. Ich
vertritt immer die Meinung, ein Wissenschaftler, wenn er will, kann ja immer kostenlos lernen. Wo das Lernen bei manchen schwierig ist. Das Erste, was Sie sagten, hat bei mir eine ganz wichtige Motivation aufgelöst. Oder ja, aufgelöst. Boden als Substrat zu betrachten oder als etwas Totes oder Natur als etwas Totes zu sehen oder etwas, was man töten sollte, also vernichten, ausrotten, da gibt es eine Menge von Begriffen. Das fängt ja schon damit an, dass man Insekten als Schädlingen bezeichnet oder als Plage oder als Unkraut oder... Also diese ganzen Begriffe, die damit zusammenhängen, haben auch mit einem Menschenbild zu tun, das auf Vernichtung des anderen basiert eigentlich. Also ein Mensch, der anderen Menschen zerstört. Und das haben wir vielleicht auch in dem Bereich, denn Gentechnik könnte ja auch eine Art Wissenschaft werden, die die Menschheit ausrottet. Also man kann dadurch, ja, ich weiß jetzt nicht, wer der Autor ist, ist aber ein Österreicher, der bei der Erfindung der Gentechnik oder einer der ersten war, der zu dem Thema geforscht hat oder sogar diese ganze Geschichte entdeckt hat, der hat ja aus einer der letzten Sätzen gesagt, dass die Zukunft der Gentechnik vielleicht ein genetisches Auschwitz sein kann. Also diesen Mut, so es so zu bezeichnen, das wäre so wie etwas, wie das Aussterben der Menschheit zu entdecken oder dass die Prinzipien der Unmöglichkeit des Lebens. Wir könnten vielleicht sagen, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, uns als Menschen zu reproduzieren. Nicht nur biologisch, sondern als Kultur, sondern als das alles, was uns zum Menschen macht. Also ohne Ethik, ohne Zusammenhang, das, was der Gottfried Glöckner sagte, ohne dieses Netzwerkartige zu haben. Also das völlig auf Isolation basierte Handeln oder Tun, das auch das widerspiegelt, was man in der Natur nicht erkennen will. Dass die Natur netzwerkartig ist. Also genau das Gegenteil von dem macht man dann, wenn man widerstehen möchte gegen diese Vorgehensweise. Das heißt, man darf sich nicht isolieren. Man muss Netzwerke bilden. Man muss solidarisch handeln. In einer Bewegung. Und das ist vielleicht auch das, was das Leben in der Geschichte der Menschheit oder der Menschheit zu dem Menschlichen gemacht hat. Also Kooperation. Zusammenhalt, Zusammenleben, füreinander Dasein. Diese ganze Geschichte hat vielleicht in der Wissenschaftsentwicklung gefehlt oder man hat es ausgeklammert. Es gibt immer wieder einen Philosoph, der sowas schreibt nach Mengen Auseinandersetzungen. Es gibt derzeit einen norwegischen Philosoph, der sagt, zwischen diesem, was die Menschheit immer gesucht hat, die sogenannte Episteme, die Suche nach Wahrheit, was ja Wissenschaft bezeichnet, hat man auf der anderen Seite die Umsetzung als Technik, die auch eine Art von Wissenschaft entwickelt hat, die gar nicht mehr nach Suche basiert, sondern bei der Umsetzung und auch bei der Entwicklung her schon interessengeleitet ist und die mit Macht verbunden ist. Aber da fehlt etwas inzwischen und das ist der Zusammenhang, was früher vielleicht Aristoteles mal sagte, das ist diese sogenannte Phronesis, das ist die Suche nach der guten Gesellschaft. Also damit wir uns Menschheit auch nicht zerstören. Ja, das ist das, was ich so mir ausgedacht habe nach diesen Kommentaren. Ich wollte deshalb auch etwas dazu sagen. Und was für eine Art Wissen wir eigentlich brauchen? Dieses Wissen, das interessengeleitet ist, heißt für mich ja eigentlich Ideologie. Also ist, wenn wir Wissen dazu nutzen, um Interessen zu legitimieren. Und dann erinnere ich mich noch gut an eine Veranstaltung vor einer Woche, war hier in der Nähe vom Bodensee, da wurde mich gefragt, haben sie mir gefragt, ob ich nicht vielleicht im Europaparlament
mal referieren sollte. Oder wie ich im Bundestag in Deutschland referieren sollte. Oder beim Bauerverband oder sowas. Und dann habe ich etwas aus dem Portugiesischen versucht zu übersetzen. Das heißt, dass es für mich so wäre, wie eine Sau zu waschen. Was heißt das? Also es bringt ja nichts. Ich fahre dahin, man wäscht da die Sau, aber am nächsten Tag ist sie wieder schmutzig. Sie kommt schmutzig und sie wird auch wieder schmutzig werden. Also laden Sie mich bitte nicht dazu ein, die Sau zu waschen, sagte ich dann. Also das ist viel zu wenig. Also viel lieber rede ich mit Menschen, die was bewegen, als von Menschen, die Interessen geleitet sind. Die werden ja nicht mal zuhören. Also dieses Zuhören heißt ja schon, ich bin bereit umzudenken, ich bin bereit nachzudenken. Sonst bräuchte ich ja gar nicht hier sein. Ich könnte das ja aus Brasilien per PowerPoint schicken, dann mit Ton drauf oder vielleicht aufgenommen. Warum sollte ich eigentlich so weit reisen, um hier etwas zu sagen für ja, ein Publikum, das nicht offen ist, etwas neu zu denken, damit wir zu dem kommen, was vielleicht das Wichtigste an der Wissenschaft ist, nämlich die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen. Wenn das nicht drin ist, dann hat Wissen vielleicht auch gar keinen Sinn. Ich würde gerne zu Andrés Carrasco hier berichten, der ist ja der große Wissenschaftler aus Argentinien, aus Buenos Aires, oder auch Walter Pengi. Die waren jetzt bei uns in Curitiba vor einem Monat, als wir 10 Jahre Gentechnik diskutierten. Es gibt da sehr viele Studien von ihm, was Glyphosat auslösen kann, und auch in Deutschland, glaube ich, gibt es auch schon ganz viel. Also zum Beispiel die Frau Krüger aus Leipzig. Es gibt da ganz viele, die zum Thema Glyphosat forschen. So dass es nicht mehr so einfach ist zu sagen, Glyphosat kann man sogar trinken. Ne? Sage ich auch oft zu sagen. Kann es trinken, ne? Aber man sollte es nicht trinken. Also dass man das kann, ist ja auch schon so ein Sprachgebrauch. Und vielleicht ist es viel schwieriger zu verstehen, was passiert mit der Haut, wenn man mit Wasser konfrontiert ist oder wenn man Kontakt im Wasser hat, in Flüsse, die völlig verseucht sind mit Glyphosat, und bei uns sind fast alle Wasserquellen verseucht mit Glyphosat. Was heißt das dann? Das ist vielleicht viel schlimmer als zu trinken. Ne? Von dem Effekt des Talovamins mal gesehen. Ne? Also Talovamin ist das Schlimmste dran, ist nicht Glyphosat, deswegen ist immer diese Geschichte, Glyphosat sei kein Gift oder sei nicht zu giftig, sei ein gutes Gift, egal. Also es ist nicht nur Glyphosat, sondern es ist auch Talovamin und diese Kombination. Auch wenn in Europa Talovamin verboten ist, inzwischen hat man andere Stoffe entwickelt, die immer noch diese Surfaktant-Effekte haben. Also diese Eindringung, die produziert wird durch dieses Herbizid mit Hilfe dieses Zusatzstoffes, ist vielleicht eine der größten Probleme, obwohl man ja jetzt auch schon die langzeitige Wirkung von Glyphosat kennt, also besonders diese Reproduktionsprobleme, die man auch schon bei anderen Studien von Malatesta oder von so vielen damals, Diane da Grave, gesehen hat, dass die Zahl der Spermatozoa reduziert, dass es mehr Abtreibungen gibt, dass es, ja, das finde ich auch immer lustig, wenn man in Brasilien sagt, dass alles sei schlimm, dann plötzlich sieht man erst, was als Schlimmste wirkt, ne? Wenn man sagt, dass es zur Reduzierung von der Libido führen kann. Also Sexlust, ne, so übersetzt. So, das ist auch bei Zigaretten manchmal der Fall. Ne? Wenn man davon berichtet, dass es Krebs verursachen kann, das steht dann alles drauf. Aber endlich haben die Brasilianer mal auf dieses Paket draufgeschrieben, dass es zur Impotenz führen kann. Dann ist es nicht so lustig, bei einem Fest zu sein, einer Party, dann zieht man seine Zigaretten raus und es kann zur Impotenz führen. Also diese Geschichte zu erkennen, dass Glyphosat auch eine Wirkung auf die Reproduktion haben kann, nicht nur auf die Entwicklung und auf Embryonen, das ist ja auch klar, ne? Auch nicht nur Glyphosat, sondern auch Glufosinat. Diese ganze Entwicklung hat man mit Andrés Carrasco, für uns Lateinamerikaner, schon in der Wissenschaft drin, aber in Brasilien gibt es noch viel zu wenig. Also in Brasilien müssen wir noch viel mehr forschen zu dem Thema. Wir haben noch viel zu wenige Instituten, die bereit sind, sowas zu untersuchen. Wir versuchen es jetzt bei uns. Also an der neuen Universität, da gibt es schon Projekte, festzustellen, was heißt es, in Regionen zu wohnen oder zu leben, wo Glyphosat in so einer Menge gespritzt wird.
Und seit Jahrzehnten, also seit Anfang der 90er Jahre gibt es das schon. Jetzt in Kombination mit der Gensoja, mit dem Genmais, hat man da noch eine Zunahme, ne, wie man das noch nie gesehen hat. Was das dann heißt, Glyphosat verbunden mit den anderen Giftstoffen, ne, zum Beispiel, wir wissen es ja schon, was es heißt, zusammen mit Nitraten. Dann hat man nochmal einen neuen Stoff produziert, der viel krebserregender ist als Glyphosat allein. Diese Kombination, so, das ist ja auch das Dumme daran, wenn man sagt, ja, es ist nicht schlimm, sei nicht schlimm, wenn jetzt weniger Stickstoff an den Wurzeln der Soja produziert wird, da könnte man ja mineralische Düngung nennen. Ne? Dann hat man genau das mit den Nitraten, dann hat man nochmal mehr Probleme verursacht. Und das ist auch immer das Beispiel. Ne? Wenn man da zurückgeht und sagen würde, dass durch die Einführung von Glyphosat oder auch von Gensoja jetzt die Krankheiten oder die Wahrscheinlichkeit von Krankheiten reduziert wäre, dann hätte man vielleicht recht bei diesen ganzen Studien, die man früher hatte, in der man sagte, Glyphosat würde sich selbst auflösen, würde sich in wenigen Tagen in anderen Stoffe verwandeln, umwandeln, die nicht mehr so giftig sind. Das war ja die Theorie. Alle diese Studien von Monsanto wurden abgelehnt und auch vor Gericht verklagt. Also Monsanto musste das auch wegnehmen von ihrem Label, also auf den Glyphosat-Flaschen sozusagen. Ne? Da stand es immer drauf, dass es sich selbst auflöst. Ne? Ich bin dann auf die Idee gekommen, vielleicht löst es sich auch auf im Schiff dann, ne? In 14 Tagen Verschiffung, denn ich weiß ja immer noch nicht, wie die Soja hier ankommt. Vielleicht hat sie sich aufgelöst in 14 Tagen Verschiffung. Ne? Ist dann auch eine Theorie vielleicht. So, ich kann ja nicht berichten darüber, wie viel Gift hier drin ist bei der Soja, die hier verfüttert wird, weil es keinen Wissenschaftler hier gibt, die das untersuchen. Und ich kann mir das nicht erklären. Ich weiß nicht, warum hier nicht dazu geforscht wird. Gibt es hier keine Universitäten? Gibt es keine Wissenschaften, die bereit wären? Gibt es keine Regierungen, die das vielleicht mal durchsetzen? Es suchen nur von den Konzernen selbst finanziert werden. Das ist dann die andere Frage. Gibt es dann Wissenschaft, wenn die Wissenschaft von Konzernen bezahlt wird? Ist das Wissenschaft? Das wird akzeptiert als Wissenschaft. Aber von vornherein wird ja von den Konzernen bestimmt, was man studiert, wie man studiert, mit welcher Methode man studiert, welche Autoren zitiert werden dürfen und vielleicht noch schwieriger, zu welchen Ergebnissen man gekommen ist. Wenn die Ergebnisse negativ sind, und das kann ich aus der Erfahrung der Biosicherheitskommission sagen, dann bleiben die 10 Jahre geheim. Wenn sie positiv sind, dann werden sie so dargestellt, wie die Konzerne es wollen. Und dann wird es wieder in den Medien verbreitet als Wissenschaft. Aber sehr viele Studien der eigenen Konzerne zeigen die Probleme der eigenen Produkte. Und dieses Geheimbleiben zeigt dann auch, wie schwierig es ist, bei Glyphosat zu forschen. Also Test Biotech hat ja jetzt gerade Untersuchungen gemacht an Sojabohnen aus Argentinien und hat da überhöhte Grenzwerte stattgefunden. Also es ist einer der ganz wenigen, die das mal versucht haben, die Problematik hier in die Öffentlichkeit zu bringen. Und soweit ich mitgekriegt habe, hat es da praktisch keine Reaktion drauf gegeben. Aber die haben extrem überhöhte Grenzwerte da festgestellt, was ja mich überrascht. Christian, Moment. Ah, du kommst ja wieder. Nein, ich habe mir gedacht, der Bürgermeister von Niederndorf, haben wir gedacht, der geht jetzt schon. Und ich wollte mich dann eigentlich auch noch bedanken bei ihm, weil er hat uns nämlich auch den Saal zur Verfügung gestellt. Ja. Also wir werden ihm dann einfach mit Applaus nachher danken, wenn er wieder Energie hat. Ja. Aber was anderes nur, es sind jetzt noch einige Fragen. Ich würde sagen, wir halten uns ein bisschen kurz jetzt. Es ist schon 10 Uhr, manche möchten vielleicht schon heimgehen. Wir können dann auch in kleinen Kreisen noch weiter diskutieren, weil der Herr Andreoli sicher sich noch zur Verfügung stellt und sicher dann auch noch ein paar andere da sind, die noch Fragen beantworten oder Fragen haben. Ich nehme jetzt die zwei noch, Andreas, so mal kurz. Ich möchte da einen positiven Beitrag bringen. Wir haben in Schwarzum ein Projekt, wo wir schon seit längerer Zeit regionales Saatgut und Getreidesaatgut vermehren, am Leben erhalten, auch weitergeben. Und ich kann, glaube ich, allen Bauern nur empfehlen und allen Hobbygärtnern, organisiert sind regional,
baut ihr das Gemüse und Getreide selber an, um eben eure Kinder zu schützen vor dem Wahnsinn, der da passiert. Und wir sind auch Kontaktstelle. Es gibt inzwischen sehr viele Gemeinschaften, die das Gleiche machen, die ganz im Kleinen entstehen und jetzt immer mehr werden. Und das, glaube ich, ist unsere Chance, dass wir uns verändern. Das heißt, wir müssen die Veränderung sein. Von daher werden gar nichts kümmern. Und das ist die einzige Möglichkeit, wo wir selber helfen. Und wir müssen auch viel mehr Mut haben, was zu unternehmen. Es müssen eigentlich viel mehr Leute sein in dem heutigen Tag, weil das ja letztendlich jeden betrifft. Und wie gesagt, also die Vernetzung von diesen kleinen Aktivitäten, die man da angefangen hat, die eigentlich überall inzwischen passieren, die sind wichtig, dass man die weiter aufbaut und praktisch das Saatgut im eigenen Kreis erhält, damit wir dann nicht irgendwann wirklich abhängig sind von Monsanto, dass wir unser eigenes Brot kriegen. Ja. Nur ein kurzes Beispiel über Wissenschaft auf Bayerisch. Die bayerische Staatsregierung fordert ihr zentrales Forschungsinstitut für Landwirtschaft auf. Sie sollen einen Sommer lang erforschen, wie weit gentechnisch verändertes Pollen gesundes, natürliches, heimisches Saatgut kontaminieren kann. Das Ergebnis war eine Katastrophe. Es ist keine gesunde Pflanze mehr übergeblieben. Am Ende dieses Jahres waren alle Pflanzen gentechnisch verseucht. Zu 100%. Gut, das war aber jetzt teuer, so viele Broschüren zu drucken, dass man jedem in Bayern dieses Wissen zur Verfügung stellen kann. Und die Firma Monsanto hat über Brüssel bekannt gegeben, sie würde das übernehmen. Es ist eine 52-seitige Broschüre herausgekommen, wo auf 51,5 Seiten die Bonität der gentechnologisch veränderten Pflanze gerühmt wurde. Und nur in einem Absatz von 7 Zeilen wurde bekannt gegeben, dass von den Restpflanzen, den natürlichen aus der Region, keine unbeschadet überlebt haben. Das ist Wissenschaft in unserem Jahrhundert. Und dann wissen wir, eine Statistik glaubt man nur, weil wir es selber gefälscht haben. Und genauso ist es mit den Gutachten. Gut, also Christian, wir haben uns zuerst bedankt, dass uns die Gemeinde den Saal zur Verfügung stellt. Wir haben, wie der Herr Glöckner da war, haben wir das schon da machen dürfen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man den gratis zur Verfügung gestellt kriegt. Und der Christian ist selber Bauer, er hat ein Verständnis dafür und herzliches Dankeschön. So, jetzt machen wir wirklich die allerletzte Runde, gell? Da hinten hat noch jemand. Grüß Gott, ich bin der Albert Biedermeier, ich habe mittlerweile auch verschiedene Referenten umgekehrt und Dachkaufsangebot. Und ich bin mittlerweile so weit gekommen, dass ich das, was ich auch noch dürfen habe, beziehungsweise mir selber in Erfahrung umgesetzt habe, dankbar bin. Weil ich glaube, wenn man es genau anschaut, wenn ich mit einem Auto irgendwo in der Sackgasse drin bin und nicht mehr weiter war, das, wo wir jetzt da auch anschauen, das, wo wir gehört haben, dass ich umtreibe. Und wenn ich von der Sackgasse rauskomme, dann habe ich irgendwo wieder die Freiheit. Und das, glaube ich, wenn wir uns selber einprägen, wenn wir umtreiben, dass wir das wieder erkennen, dass ich sage, du, das Umtreiben ist unsere Zukunft. Das ist eine entscheidende Kehrtwende, das wo ein Hilfepunkt ist, wo ich dann auch diese Freiheit anschauen kann. Und das, was Monika Krüger oder das, was ein gewisser Hubert Dahn, amerikanischer Wissenschaftler, herausgefunden hat, dass die Mineralien und Spurenelemente durch dieses Glyphosat gebunden werden. Das habe ich selber daheim noch einer Frau mitgegeben, wo ich gefragt habe, ob sie Syrer, die da Pflanzen einfügen kann oder einschauen kann, was passiert da überhaupt. Gammelöl und Kartoffeln, die wo Blattfalle drauf gehabt haben. Es ist dann rausgekommen, dass Rückstände vom Glyphosat drin sind, wo diese Zellkerne die Bausteine rausgeschoben haben. Ich kann das jetzt nicht beweisen. Ich sage es gerade, was mir passiert ist und was ich da erlebt habe.
Und genau diese Bausteine, wo von der Zelle rausgeschoben sind, sind hier ein Sand im Getriebe drin, das wo unser Leben blockiert wird. Das wo Krankheiten auslöst, das wo unser ganzer Körper nicht harmonisch mehr zulässt. Und da meine ich, dass man das selber gerade in einer praktischen Form anschauen darf, was da in Russland eigentlich passiert. Auch bei uns in Deutschland ist ein Drittel ungefähr von der Arbeitsfläche, wo mittlerweile noch ein bisschen in der Gäste passiert ist, heftig. Wo dann abwechselnd ist. Hoffe, wo ich nicht einmal gewusst habe, wo ich von einem Bioberater vor kurzem erfahren habe, was ich selber tun will. Ich meine, schauen wir es an und drehen wir um. Das Untere ist unser Zukunft. Aber nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft. In dem Raum, die schon wirklich viel Wissen haben über die Thematik, und jetzt geht es halt einfach auch darum, dass das ausgetragen wird, dass das verbreitet wird und dass man Leute, die halt noch nicht so wirklich auf dem Weg sind, die vielleicht schon was gehört haben, die schon ein bisschen kritisch sind, dass man denen einfach, dass man die aufklärt, dass man denen sagt, was los ist. Ja? Und ich als Journalistin versuche euch auch wieder solche Themen aufzugreifen und da müsst ihr halt ihr als Leser dann auch ein bisschen mithelfen bei diesen Regionen, also ich meine, ich mache halt viel für regionale Medien, aber dass ihr nachher auch mal dort euch meldet und vielleicht auch mal sagt, dass euch sowas interessiert, weil in den Redaktionen ist das nicht so selbstverständlich, dass man, das ist meistens ein Kampf, dass sowas nachher abgedruckt wird. Und wenn sich dann aber keiner meldet dazu, dann gehen die einfach davon aus, na, das interessiert eh kein Mensch, sowas tun wir nicht meine. Also da, das war vielleicht auch ein bisschen eine Aufgabe von euch Leser, dass dann einmal wirklich sagt, was wollen wir eigentlich lesen? Wollen wir jeden Autounfall in der Zeitung haben oder wirklich Informationen? Und da darf ich vielleicht noch einmal auf Carpe Fidam auch aufmerksam machen, also da wird sicher auch über diesen Vortrag was drinnen stehen und vielleicht tragt es auch da ein bisschen weiter. Sie haben schon öfter aufgezeigt. Ich sehe die große Gefahr, wenn jetzt die Freihandelszone zwischen Europa und USA installiert wird, dass es dann ziemlich schlimm wird. Aber bei uns berichten die Medien nichts über dieses Thema. Es ist wie wenn es verboten wäre. Naja, es gewisse Dinge werden auch wirklich. Gewisse Dinge werden auch wirklich verboten. Ja. Diese, ich sage es jetzt einfach so lapidar, weil ich mache auch Vorträge über Medienfreiheit zum Beispiel. Und ich kann das ohne weiteres sagen, bei uns heißt es, wir hätten eine Medienfreiheit, aber dem ist schon lange nicht mehr so. Ja. Ich sage zu Firmen, das ist jetzt eigentlich sarkastisch gemeint, aber ich sage aber, wenn du irgendwas angestellt hast, dann ist es am besten, du schaltest einen Haufen Inserate bei Zeitungen, dann kannst du sicher sein, dass nichts Negatives über dich geschrieben wird. Und da kann man wirklich bei jeder Zeitung davon ausgehen. Hat hier jemand eine Idee, wie man da einen Widerstand organisieren kann, wenn das Thema noch nicht einmal publik werden kann? Naja, das müssen diese kleinen Kreise sein, wie die Lebensinsel oder diese Zeitung oder wir. Es gibt viele solche Kreise. Ja? Und die müssen einfach aktiv werden wieder. Weil ich glaube, wir schimpfen auch alle über die ganze Politik. Ja. Ich verurteile die Menschen da gar nicht, die da in die Politik gehen. Die meisten gehen mit sehr, sehr guten Vorsätzen in die Politik. Ja. Aber es kommt halt nachher ganz anders, so wie der Herr Andreoli heute halt schon gesagt hat. Wenn du mal dann drinnen bist, nachher wirst du halt umgezogen irgendwo auch auf eine andere Seite. Ja. Ich verurteile das gar nicht so wirklich. Ja? Das ist einfach ein Strudel. Umdrehen müssen wir. Aber wer traut sich das? Das traut sich eben kein Mensch, weil man genau weiß, der wird auch nie mehr wieder gehört.
Also es sind die kleinen Gruppen, glaube ich, die da was verändern können. So. Von unten, wie er gesagt hat, bei der Von unten, ja. Wirklich von unten, ja. Sie bitte. Also ich muss sagen, ich bin lauter, bitte. Ich möchte mich beim Herrn Andreoli bedanken für den Vortrag. Es hat für mich gezeigt, dass die Arbeit an seiner Universität der Lösungsansatz ist für die gewisse Schlamperei, die in unserer Gesellschaft abläuft. Ich möchte ein Beispiel bringen, das Randack zum Beispiel, das hat ja in der Packungsbeilage drin und das muss Erkenntnis schon seit ungefähr 20 Jahren sein. Man soll behandeltes Stroh nicht für Strohballenkulturen verwenden. Das sind die Schwammerlkulturen, weil da die Mikroorganismen geschädigt werden. Und das hat zum Beispiel der Herr Professor Pechleiner aus Innsbruck auch schon ungefähr vor 10, 15 Jahren in Gewässern festgestellt. Und er hat damals gesagt, die Problematik, dass mit Roundup, also Glyphosat behandelte Pflanze, Mikroorganismen in Gewässern Mensch und Tier schädigt. Und man muss ja mal das zu Gemüte führen, was das für Schädigung ist, wenn die Mikroorganismen bei uns drin nicht mehr im Darm nicht mehr funktionieren, können wir im Prinzip Unmengen essen, aber das hilft nichts. Und zum Beispiel der Regenwurm stirbt ja auch, der hat einen relativ hohen Fraßanteil an dem Gentechnik-Schrott, sage ich jetzt einfach, und der stirbt dann. Und das ist eigentlich unsere Problematik. Und ich muss eins sagen, wir haben ja in Deutschland die biologische Bundesanstalt und so weiter. Solche unverantwortungslose Institutionen, wie das sind, sie schreiben oder lassen sie in die Packungsbeilage reinschreiben, was los ist, und dann werden nicht gehandelt. Das ist doch ein Vorsatz, den kennt ihr noch nicht. Sind Sie das Ausgangspunkt? So, Sie bitte noch. Und dann machen wir, glaube ich, mal offiziell Schluss und dann können wir in kleinen Runden weitermachen. Toni Wimber beschäftigt mich ein bisschen als Radiästhet mit Lebensmitteln und deren Bewertung. Und ich halte mich ganz kurz. Das, was der heute Herr Professor gesagt hat, war für mich wie eine Bibel. Und zwar eine Bibel mit Mut gegen die riesengroßen Konzerne, die ganz was anderes wollen, mit dem sie sich hier auseinandersetzen. Wenn ich aber Lebensmittel bewerte und sehe, was wir nur allein aus dem Süden importieren, was als normal konventionelle Nahrung in unser Land kommt. Ich sage euch nur kurz, ich bewerte nach Bovis. 6500 Bovis ist ein Neutralwert. Null ist relativ schnell tödlich wirkendes Gift und nach oben ist die Skala offen. Und wenn wir Lebensmittel hereinbekommen, ich nenne nur ein paar, einen chinesischen Knoblauch, der kaum über 1000 Bovis kommt, oder wenn er sehr viel hat, 1700 Bovis hat, da hat er aber schon sehr viel. Oder eine konventionelle Banane bei ungefähr 1900 bis 2500 liegt und eine Bio-Banane bei 13 bis 14.000, 17.000 Bovis liegt, dann sieht man den Unterschied, was da passiert. Das sind Welten dazwischen. Und ich kann euch nur appellieren, stärkt die regionale Produktion. Nicht nur zwecks der Qualität, sondern auch aus strategischen Gründen. Wir sind heute so vernetzt, ein Tag Stromausfall, es kann nicht einmal mehr ein Großmarkt verkaufen. Und wenn was passiert magnetisch, wo die Chips davon betroffen werden, leider, dann bricht alles zusammen. Und wenn da nicht funktionierende Regionalversorger da sind, dann geht es ums Raufen, das sage ich euch. Wer ist der Schnellere und wer ist der Stärkere?
Und wenn wir das nicht begreifen und dann noch die Umweltsituation generell, wenn ich über ca. 16.000 Kilometer aus China Nahrungsmittel importiere, ich weiß nicht, wo wir sind oder wie dumm wir sind. Das ist doch nicht mehr vertretbar, dass ich so Eier und alles Mögliche aus China importiere und wenn man weiß, was mit den Schiffen auf den Meeren, was beim Schornstein hinausgeht, die sind die größten Dreckschleudern von Verbrennungsmotoren, die es überhaupt gibt und das unterstützen wir. Und deshalb alles miteinander, wenn wir heute Samen der Männer haben von Jungmännern, die nur mehr zu 25-30% verwertbar sind für die Einkühlung oder für die Konservierung, weil sie nicht mehr die Qualitätskriterien erbringen. Leider, bitteschön, da müssen wir mal nachdenken anfangen. Oder wollen wir mit unseren Kindern gar nicht mehr sprechen, weil sie uns nicht mehr hören irgendwann. Oder sie uns nicht mehr hören. Das ganze Nervensystem bricht unter diesem Gift, ich muss schon fast sagen, Überwältigungen unserer Organismen zusammen. Ich kann nur sagen, Frau Claudia, es ist heute die Sonne aufgegangen und das möchte ich nur symbolisch damit geben. Das war so fantastisch. Das war grandios von dir. Herr Professor, das, was Sie uns heute geschenkt haben, so viel Mut, das in dieser Art zu bringen, obwohl Sie ganz genau wissen, was da dahinter steht, und mit so viel Wissen und Hintergrund, das war für uns eine Lektion und eine ganz gewaltige Erfahrung. Und wir müssen den Mut aufbringen, das auch umzusetzen. Und Sie haben für uns alle Sonne, Zuversicht gebracht. Ich kann Ihnen nur Dankeschön sagen. So, wir möchten uns auch alle ganz herzlich bedanken. Beim Herrn Andreoli, bei seiner Schwester, beim Schwager. Vielleicht können Sie mal rauskommen. Das ganze Team wieder ein. Bei der Dame fangen wir unter, das ist für dich und für deinen Mann. Herzlichen Dank. Danke schön. Das ist für dich. Herzlichen Dank. Und da bin ich wirklich froh davon, dass du von der Kante Claudia Kander warst. Der Home ist das Fall. Also wir haben heute alle gehört, ich glaube, wir müssen einfach auf regionale Wirtschaft umsteigen, wieder das kaufen, was... Also die regionalen Produkte wieder mehr fördern. Das Einkaufen, was bei uns in der Region gibt, wir brauchen nicht die Erdbeeren im Winter und was weiß ich was alles für unsinnige Sachen.
Und ich danke ganz, ganz herzlich, dass Sie gekommen sind. Es war das erste Mal so ein bisschen schwierig hergeschaut, aber es war heute sehr aufschlussreich. Herzlichen Dank. Der Student hier sagt, dass er nicht weiß, warum er hier ist. Das ist ja echt repräsentativ für unsere ganze Universität, das ist ja nicht wenig. Ja. Einer von den 8000, die hier ist. TU München, Gottfried, genau da, wo wir mal eine Studie hatten, die beweisen sollte, dass Gentechnik, also Genmais gefüttert an Kühen, sicher sei, vorausgesetzt, dass man das richtig aufheizen muss, ne? Auf 600 Grad vielleicht, das macht ja jeder Bauer, ne? Bevor es füttert. Also ist schon eine merkwürdige Geschichte, wenn man das zurück wieder, wenn man das wieder so aufnimmt im Gedächtnis, wie vieles in der Diskussion in der Gentechnik vor kurzem immer noch als Wahrheit erschien. Also ich erinnere mich noch ganz gut an eine Diskussion mit einem Herrn Jakobsen aus Hannover, mit einem Herrn Jani, mit einer Frau Hapa-Kasan. Da erinnere ich mich, ich hatte vorher nur noch einen Teil davon erzählt. Sie sagte, dass das Tolle an dem Genmais ja das sei, dass er gesünder sei als ein gentechnikfreier Mais. Weil bei dem gentechnikfreien Mais, also dem konventionellen Mais, es immer wieder zu den Maiszünsler kommen kann, wo dann diese Löcher gebohrt werden. Und das ganz schlimm sei daran nicht nur, dass diese Löcher gebohrt werden, sondern dass da herum sich Mykotoxinen entwickeln. Und das sei ja eigentlich ganz giftig. Ist das nicht toll, in einem Satz solche Widersprüche zu haben, und trotzdem immer noch als wissenschaftlich erkannt. Also das ist für mich manchmal auch eine Frage, wie schafft man es? Gleichzeitig möchte ich mich hier bedanken. Ich habe heute Nachmittag ein Interview bei Radio Mondiale aus Lübeck gehabt und da haben die mich gefragt, es ist ja fast Weihnachten, was wünschen Sie sich dann von Brüssel? Das ist eine tolle Frage. Also solche Frage hat mir noch keiner gestellt. Dann habe ich sofort reagiert und sagte, ich würde mir wünschen, dass die europäischen Politiker zur Vernunft kommen und diese Gesetzeslücke stoppen, da wo immer noch Tierprodukte nicht gekennzeichnet werden und dass man dann die Konsumenten in ganz Europa eigentlich mit gentechnikverändernden Pflanzen versorgen, ohne dass sie das Recht haben, darauf zu verzichten. Das war für mich vielleicht ein Wunsch, das ist aber, glaube ich, auch möglich von der politischen Ebene. Ich bin ja immer so hoffnungsvoll. Auf der anderen Seite, die Brasilianer sind immer hoffnungsvoll, auf der anderen Seite geht es mir eher darum, diese gentechnikfreien Regionen zu unterstützen. Denn da können wir es ja schaffen, egal welche Gesetze wir haben. Wenn Konsumenten und Produzenten es nicht wollen, haben wir die Chance, regional zu produzieren und darauf zu verzichten. Da gibt es gar kein Gesetz, das uns aufzwingen kann. Drittens lege ich derzeit einen sehr großen Wert auf den Aufbau eines Kompetenzzentrums zur Ausbildung von Agrarberatern. Ich bin so überzeugt davon, dass die Agrarberater eigentlich zur Entscheidung führen, dass die meisten Politiker gar keine Ahnung von dem Thema haben, sondern so unterstützt werden oder beraten werden von Agrarberatern oder wie sie alle heißen, die dann nochmal wiederum ausgebildet wurden mit öffentlicher Gelder unserer Universitäten. Also deswegen bin ich da sehr gespannt, inwieweit wir als Universität auch weltweit kooperieren können, damit wir doch in ein paar Universitäten in Europa vielleicht Instituten entdecken, die unabhängig forschen, mit denen wir kooperieren können. Ich setze darauf einen sehr großen Wert, weil ich eine Erfahrung durchgemacht habe als Wissenschaftler, in dem versucht wurde, mir die Karriere richtig zu ruinieren. Also es ist immer wieder so die Frage, warum man sowas tut. Ne?
warum akzeptiert man nicht diese ganzen Angebote? Also warum geht man da nicht so vor, wie die meisten Wissenschaftler es tun? Es ist ja so, dass vielen solche Wissenschaftler, die Widerstand leisten, auslachen. Das ist ja umgekehrt. Also Wissen zu schaffen, das unabhängig ist, wird fast blamiert als unwissenschaftlich, indem versucht wird, kritisch zu forschen. Und andersrum ist die Propaganda der Ideologie der Gentechnik so stark, dass man dort gar nicht mehr verstehen kann, warum es noch Wissenschaftler gibt, die sowas tun, wenn es doch gar nicht Ruf, Geld, Macht oder sowas bringt. Ne? Und dann ist die entscheidende Frage bei mir auch immer gewesen, wären wir in der Lage, das alles nochmal anders zu gestalten, indem Wissen anders verstanden werden kann, sodass ich auch in der Lage bin, von Bauern zu lernen, indem ich zusammen mit denen Wissen entwickle. Also das, was Gottfried Glöckner mir oft erzählt von der Erfahrung, die er gemacht hat, erfahre ich ja bei wenigen Wissenschaftlern, die sich so mit der Praxis beschäftigen. Und das ist ja für mich immer so eine tolle Frage. Studierende fragen mich zum Beispiel, Professor, wenn Sie so reden, ist das ja schön in der Theorie, aber das lässt sich ja in der Praxis nicht umsetzen. Ne? Ja, das ist für mich eine tolle Frage. Also wenn eine Theorie so toll ist, dass sich in der Praxis es sich nicht umsetzen lässt, dann ist es für mich ganz einfach, die Theorie ist falsch. Ne? Nicht ausreichend oder man könnte sagen veraltet, aber dass solche Theorien dann weltweit propagiert werden, so fast wie das Letzte, was man da in dem Bereich zu sagen hätte, das ist ja dann genauso schlimm, wie wenn wir sagen würden, man kann der Wissenschaft überhaupt nicht mehr trauen. Und dann glaubt man gar nichts mehr und dann fällt vielleicht auch die ganze gesellschaftliche Ethik zusammen. Auch das Zusammenleben von Menschen basiert auch auf Vertrauen. Deswegen bin ich auch immer zurückhaltend. Ich würde viel lieber hier als freier Redner die Technik kritisieren. Als Wissenschaftler habe ich es immer schwieriger, weil ich darf ja als Kritiker der Gentechnik fast keinen Fehler machen. Obwohl die andere Seite fast nur Fehler macht und es wird immer noch geglaubt, darf ein kritischer Wissenschaftler hier keinen Fehler machen. Und ich musste da immer sehr aufpassen. Nicht nur aufpassen, sondern auch so berichten, wie ich eigentlich es auch gelernt habe, zu forschen. Zunächst von der Erfahrung ausgehend, kritisch, damit ich das mache, was Karl Popper mal früher geschrieben hat, es so darzustellen, dass jeder es versteht und in der Lage ist, es zu verifizieren, also es zu wiederholen. Und danach vielleicht mich auch abzulehnen, also zu falsifizieren. Also dieses Prozess durchzugehen, das ist für mich wissenschaftliche Akzeptanz. Und mehr kann man da auch nicht erreichen, glaube ich. Weil man ist ja auch in demselben gesellschaftlichen System drin, fast so wie der Münchhausener Baron, der dann versucht, sich aus den Haaren, aus dem Sumpf herauszuziehen. Aber das schafft man dann nur in einer Gemeinschaft, also in der man eine kritische Öffentlichkeit hat. Und das ist, was ich bei meinen Vorträgen auch immer toll finde. Hoffen wir, dass die Universität es auch bei Studierenden, bei weiteren Wissenschaftlern, die bei uns diese Hoffnung haben, dass dieses Konzept sich durchsetzt und vielleicht sich auch mit österreichischen Universitäten verbindet. Das ist mein Wunsch, den ich hier dann darstelle. Nicht nur der Wunsch, dass die in Brüssel vielleicht was tun, sondern dass wir hier was tun können und ganz viel tun können. Also dieses brasilianische Optimismus habe ich gelernt zu schätzen, weil das finde ich auch nur bei denen, die am meisten betroffen sind. Also die am meisten betroffen sind, sind auch immer die, die meiste Hoffnung haben. Und das heißt für mich ganz einfach auf Brasilianisch, so schlimm alles ist, man sollte immer weiter hoffen, dass die Menschheit in der Lage ist, Wissen zu entwickeln, damit die Lebensqualität, besonders auf dem Land, besser wird. Das ist mein Einsatz und ich hoffe, das ist auch rübergekommen
von der Art und Weise, wie hier berichtet. Vielen Dank nochmal, dass ich hier sein konnte. Vielen Dank nochmal, dass ich zum ersten Mal in Tirol referieren konnte. Das ist jetzt möglich geworden. Es wurde mir gesagt, wenn es einmal möglich ist, dann wird es auch mehrmals möglich. Ne? Ich bin mit dieser Region verbunden als Wissenschaftler, weil ich hier tatsächlich erfahren konnte, was es heißt, Bauer zu sein. Also dieser Begriff habe ich hier in Tirol, da muss ich ja noch Südtirol dazu zählen, ne? Also die ganze Kämpfe der Vergangenheit, die ich für eine freiheitliche Gemeinschaft und diese, die Werte gekämpft haben, das hat mich auch sehr stark berührt, also auch emotionell, weil ich irgendwie die Wurzeln in der Landwirtschaft habe und mich auch als Wissenschaftler dafür einsetze, dass diese Art von Produktion, von Leben, ist ja nicht nur Produktion, von Leben weiter erhalten bleibt. Das ist für mich vielleicht sogar wichtiger als die Wissenschaft, wenn die Wissenschaft dazu beitragen kann, dass diese Struktur erhalten wird. Vielen Dank. Hat er die ganze Zeit mitgefilmt und er wird ein Video draus machen. Es ist nämlich jetzt im Vorfeld ist schon die Frage aufgetaucht, ob man das vielleicht später auf Video haben kann. Wir sind jetzt da nicht wirklich gut eingespielt aufeinander. Ich sage jetzt mal, genau, ich sage euch jetzt einfach einmal, ihr nehmt euch alle die Zeitung mit, wisst, wo ich noch kontaktierbar bin und wer ein Video haben möchte, der schreibt mir, ruft mir an oder sonst irgendwas und die leitet es dann weiter. Ist das okay? Ja, gut.